Right Russian mit freundlicher Unterstützung des Arbeiter-Samariter-Bundes. Natürlich nicht. Folgendermaßen war es also letzten Spielabend, da war endlich mal Männerrunde, da war Shadowrun, wie sie es gehört, mit Kaffee und Kuchen. Ja, und jetzt, da wir Flummi wieder am Hals haben, wird's halt nicht mehr so spannend und nicht mehr so Testosteron geladen. Lasst euch überraschen. Oh, ansonsten gibt's nicht viel zu sagen. Viel Spaß und bleibt geil. Wo es jetzt losgeht, da fällt mir gerade noch was ein, was wir im Intro auf jeden Fall vergessen würden. Und zwar, ja, mit Flummi wird manchmal noch was einzeln ausgespielt, was wir nicht aufnehmen, weil es total sinnlos ist, irgendwelches eine Stunde lang wirklich nur Gelaber, irgendein Kack, der überhaupt nicht relevant ist. Sollte da mal irgendwann was nebenbei auch nur im entferntesten Story relevant sein, würden wir das aufnehmen, aber an sich ist das totaler Scheiß. Ich meine, wir hauen sowieso schon genug Scheiße mal raus, die keiner hören will, und da ist das geht nicht. Und andere Sachen, die verpackt sie einfach in Texte, die sie auch ab und zu mal hochlädt, wenn sie dran denkt. Das heißt, da habe ich auch keine Schuld, wenn sie verprügelt wird, aber das wird auf jeden Fall auch so weiterlaufen, dass da nicht alles, was wir spielen, hochgeladen wird und hochgeladen werden kann. Du hast auch in dem Zusammenhang schon lange nicht mehr deinen Lehrauftrag erwähnt. Mein Lehr... Wegen Lesen und so. Jetzt, das ist ja irgendwo, ne, das bildet ja. Lesen bildet und ja, Lesen Bücher, bildet. Bücherwürmer unterstützen Brustkrebs und... Und das ist ja auch ganz wichtig. Ich meine, ihr könnt schulen, ihr nehmt euch einfach einen Duden zur Hand, lest euch Flummis Texte durch und könnt dann 700 Rechtschreibfehler versteckt, bewusst versteckt natürlich finden. Richtig, das ist wie ein Überraschungsei-Easter Egg. Wunderbar, Alter, richtig gut. Dazu kommen für die richtig guten noch Kommafehler und grammatikalische Fauxpas und sprachliche Engpässe. Ganz wunderprächtig. So, jetzt. Gerade aber. Für Einwanderer sehr interessant und Auswanderer ebenfalls. Ja, die hören uns auf jeden Fall. Ja, natürlich. Direkt aus dem Kriegsgebiet rein nach Deutschland erstmal Internet besorgen. Ich habe gehört, hier gibt's White Russians, die wollte ich mal hören. Ja, in dem Zusammenhang habe ich eine Frage an die Community, bevor das nämlich vergessen wird. Wir haben mehrere Klicks immer mal wieder aus Irland. Der Zuhörer aus Irland, möge sich doch bitte mal bei mir melden. Ich habe eine Überraschung. Alter, ja, bitte outet euch. Würde ich auch. ich habe eine Überraschung für dich, Dom. In der Hose. Ich wollte also, das klang nicht falsch. Nein, tat's auch nicht. Bis wir es irgendwie ins pervertiert haben, klang es tatsächlich nicht so falsch. Aber gut, wollen wir? Wir wollen, ne? Ich möchte mit folgendem tatsächlich beginnen. Ja, wir sind immerhin 3 Minuten zu spät. Und ich bin nicht schuld. Das war ja schon wichtig. Düs, ich habe leider es nicht hinbekommen, die News zu schreiben wegen Fuchsbau. Das mache ich jetzt hiermit mündlich. Oh, echt schon? Jetzt? Hier? Hier und geil. Jetzt, ja. Also hau zusammenfassend, rein. Weil ich es halt nicht ausformuliert habe. Es wird folgendermaßen laufen. Es wird natürlich aufgegriffen. Und es hat auch doch eine gewisse, pass auf, Resonanz. Zenit dementiert natürlich. Ich möchte dazu überhaupt nichts sagen, Alter. Zenit dementiert natürlich. Ich möchte mich bitte ausdrücklich von diesem Scherz distanzieren. Ja. Ich fand den gut und... Trolli hat recht. Und den längsten. Abgesehen davon. Nee, also es hat schon viel Feedback. Zenit. Hättest du jetzt nicht gelacht, Flummi, hätte ich nicht lachen müssen. Ich weiß überhaupt nicht, was es da zu lachen gibt. Das ist wie der Tatsachen vermittelt hätte. Ich habe mir extra jetzt eine roboterartige Prostituierte besucht, die mir hier beisteht, weil ihr mich immer so fertig macht und ihr lacht auch. Eine Real Doll hat er. Ja, jetzt auch mit Sprachausgabe. Ihr kriegt schon wieder Bauchschmerzen vor Lachen. Ihr seid so gemein. Wieso ist das gemein? Also ich weiß nur nicht, was es da zu lachen gibt. Also. Das macht's noch besser. Das ist einfach... Sorry, du wolltest Zenit dementiert natürlich alles. Zenit dementiert und Flummi hört auf Push to Talk zu drücken, wenn du lachst. Nein, drück Push to Talk. Ich möchte hören, wie du dich an deinem eigenen Speichel verschluckst. Sie muss die ganze Zeit an Schwanzuslungus denken. Oh. Gewitter! Wo? In Hamburg? Nein!
Das ist weniger autoritär, als ich dachte. Wie fängt denn diese Episode, die Folge an? Scheiße. So wie jeder andere auch. So. Das lassen wir drin. Ja, wir könnten diesmal mehr drin lassen von dem ganzen Scheiß. Also Zenit dementiert nicht nur, sondern Zenit schnappt sich ein paar Anwälte und sagt, guck mal, das ist eindeutig Geschäftsschädigung, Rufschädigung und so ein Scheiß. Und die meisten, die das dann hochgeladen haben, so private Nutzer, müssen es runternehmen. Aber Horizon ist kein Privatnutzer und du hast es auch Horizon geschickt und die springen natürlich auf den Zug auf. Nicht ganz so hyperreißerisch, natürlich schon, das wird nicht verschwiegen, um Gottes Willen. Und sie finden das auch nicht so cool. Also sie finden es vermutlich schon cool, dass sie das jetzt, aber egal. Was es dann als Reaktion gibt, zum einen wird der Brummibär abgesetzt, das hat aber nichts damit zu tun natürlich, sagt sie, das hat ganz andere Gründe, das sind einfach Budgetfragen, die geklärt werden und es wird bei denen auch eine andere Kindersendung geben, die natürlich bla bla bla. Aber die Horizon-Mitarbeiter haben ja immer so, werden ja angehalten, in ihrer Arbeitszeit sich freizunehmen, um Nebenprojekte dann noch zu entwickeln, die auch der Gemeinschaft dienlich sind. Und da gibt es jetzt 3, 4, 5, 6 Grüppchen, die zusammen mit den besorgten Müttern, die es nicht gut finden, dass ihre Kinder Brummiberg gucken mussten wegen Brummi-Porn, dass die quasi eigene Kindersendungen mit denen zusammen machen. Die sind jetzt nicht hyperprofessionell, die sind halt von Laien gemacht, was die denken, was irgendwie eine gute Kindersendung ist. Aber es ist halt quasi das, was so feedbackmäßig da kommt als Trotzreaktion. Zum Teil sind die einigermaßen gut gemacht, zum Teil sind die so gut gemacht wie wir. Didim. Genau. Möchtest du noch was wissen? Nein, in der Tat bin ich total zufrieden. Nee, dankeschön für die Information, das ist ja... Oh, ich habe noch was Wichtiges vergessen, Entschuldigung. Genau, Achtung. In den selbstgemachten Kindersendungen gibt es natürlich ganz unaufdringliches Product Placement von der Horizon Education Software und, versteht sich. Das muss ich ja finanzieren. Das war ja abzusehen, dass die ihr eigenes Product Placement mal machen. Nee, ja nicht. Nee, doch, jawohl. Ich habe noch was vergessen, und zwar, es war ja schon eigentlich bei der Shopping-Folge vorher, hatte ich die News ja schon, die Hochzeit von Sonja Pavlov mit Oskar Krevlin, dem Typen von Maslenica, findet am 25. Mai statt, also sehr bald. Es gibt sogar, also es ist so königlich aufgezogen, da gibt es dann auch, gerade bei der Zenit, gibt es 6 Stunden Hochzeit, wie das heute bei Königspaaren ist, ganz großartig, mit geladenen Gästen, die in Moskau und Russland was zu melden haben, ganz großartig, ganz toll, wunderprächtig, Flumi, du sollst mal vorbeigucken. Es gibt sogar Public Viewing in... Ich komm dazu, da mal hinzugehen. Es gibt sogar Public Viewing in 2 Rabutnik-Dingensen da. Der Vorverkauf läuft der Karten, kann aber noch eingeholt werden. Und wir wollten, also ich habe das so am 22. könnten wir wieder einsetzen, das ist ein Mittwoch. Da wären es noch 3 Tage, da müsstest du dich natürlich schon ranhalten mit Kauf von Karten, ne? Hallo, ist, als Familienmitglied habe ich da doch gefälligst umsonst reinzukommen. Wenn du dich meldest, wird das bestimmt der Fall sein. Bottomline, was wolltest du? Was Sinnvolles, ne? Nee, mach mal nicht. Na gut, dann bin ich ja wieder mal ruhig wie immer. Wenn du so anfängst, Alter. So, ich hab jetzt hier, ich bin fertig für heute, ihr könnt jetzt. Ich werde euch auch nicht unterbrechen. Nee, ich dachte nur, ich wollte jetzt nur, ja, ich wollte ja nur fragen, ob denn am 17. jetzt noch zum Schluss Jojo und Billy irgendwie ausgegangen sind. Ja, sind sie. So gut, danke, das war's. Jojo ist... An Billys Geburtstag habt ihr noch ordentlich Party gemacht, ja. Jojo Yay. Ist mit dir wettgegangen. Sie ist zwar nicht so fit gewesen an dem Tag, aber sie hat sich auf jeden Fall bei dir gemeldet und sie ist auch noch vorbeigekommen und sie ist auch mit dir noch wohin gefahren. Jetzt sie ist sogar mit dir zu Boris gefahren, wenn du wolltest. Jetzt. Da hat sie sich vorher extra kundig gemacht, wo sie da langfahren muss. Jetzt ist meine Shadowrun-Welt wieder in Ordnung. Okay, das finde ich ganz toll, dass ich dich glücklich machen konnte. Möchtest du mich wirklich glücklich machen? Ich möchte so dich glücklich richtig. Machen, so richtig glücklich machen. Das, also lass es nicht überhand nehmen, mein Freund. Sie konnten nicht anders.
Ich hab's mir gerade vorgestellt, wie ihr mit so leicht rötlich abgedämmtem Licht da nebeneinander sitzt und das redet und dann greifst du ihr einfach. Dann hupt es. Naja. Ihr habt euch glücklich gemacht, sehr schön. Nee, du hast es kaputt gemacht. Du hast alles zerstört. Jedes Die ganze Mal. Magie zwischen uns. Jetzt müssen wir das alles wieder von vorne anfangen. Du hast quasi Jojo kaputt gemacht, weil jetzt keine Magie mehr da ist. Du Scharmützel. Könnt ihr bitte aufhören zu heulen jetzt? Das war auch sehr schön. Es kommt nur keiner so hoch, außer Jetzt sie. muss ich wieder husten. Und dann fällt das Haus der Schweinchen um, oder was? Nicht das Nein, die Steinhaus. Erektion des Wolfes. Woher weißt du denn, dass ich jetzt wieder eine Erektion gerade habe? Ich kann in deine Seele gucken. Seele, ja. So nennt man es Ja, heute. genau, Seele. Und was ich sehe, ist schwarz. Arr. So, ja, dann, keine Ahnung, 23. Da ich so 22. viel... Ach, 22. Entschuldigung. Ich schlag mal vor, dass wir mit Flumse einsteigen. Mit Flumse? Ja, wir steigen mit Flumse an, weil ich hatte ja eine Solo-Session. Das ist nicht schlimm. Doch. Wir haben da auch was nachträglich ausgedingst. Das ging schon. What? Das klang sehr schön, das übrigens. Scheiße. Du hast hier nur 7 Plätze frei, also gesagt. Ja, leider. Say what? Gut, dann, wie gesagt. Bitteschön. Ich gebe das Parkett frei. Ja, Jojo, ruf Billy irgendwann an. Oh. Was denn? Nein, mein Comlink macht. Was hast denn du für ein Comlink, Alter? So eine genervte Oma. Oh, jetzt muss ich hier wieder die Steckplätze ummeiern. Oh, das Nee. Steckchen ist verrückt. Oder Billy, da hast du Anruf. Marvin. Marvin. Ah, Marvin, okay. Naja, macht ja nichts. Ja, mein Comlink-Rapper. Hallo? 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 Was willst du denn? Wir treffen uns gleich. Ich fahre gleich nach Ach. Hause oder treffen wir uns bei mir zu Hause? Wieso das denn? Weil wir was zu besprechen haben. Oh was je. Gutes. Was Nein, Gutes? Was Gutes. Das Gute. Ah, das Gute. Ah. Genau, das Gute. Ah. Yeah. Ey, Ruhe da hinten jetzt. So, Wer? Ey, egal jetzt. Okay. Ja, soll ich mich gleich in den Panther schmeißen oder was? Ja, ich brauche jetzt eine Dreiviertelstunde ungefähr und dann Ach so. bin ich daheim. Ja, so lange brauche ich nicht bis zu dir. Dann musst du nicht gut. bis zu mir. Echt, stimmt. Also, wobei, ja. seit ich umgezogen bin. Na doch, wo stimmt, du brauchst nicht so lange zu mir. Nee, Egal. nee. Auf jeden Fall können wir uns gleich bei mir treffen und dann können wir gucken, was wir treiben. Und ich habe eigentlich eine Idee, was wir noch treiben müssen. Und dann jetzt hör doch mal auf, du Affe. Und ja, bis später. Was machst denn du? Sie hat aufgelegt. Ah ja, du hast keine Bildverbindung angehabt anscheinend. Nein. Gut, ich schaue mir noch eine Folge Ivorstone an und dann fährt sie los. Was für ein Ding? High Voltage eine, wollte sie sagen. Sie wollte sich High nein. Voltage angucken. Nee, nein, sie schaut nicht. sich kein High Voltage an. Das ist eine spanische, von Aztec produzierte Soap Opera. Awesome. Wie heißt das Ding? Ivorstone. Gut. Das muss ich auch nochmal irgendwann ins Fluff schreiben. Oh ist yeah. Ist mir gerade mal so eingefallen. Finde ich gut. Oh, wir sind wieder so dicht heute in der Spielwelt. Oh. Dafür muss ich aber Dandy van Dinkel irgendwie mir Alkohol besorgen, dann bin ich dicht. Soll ich mir Alkohol besorgen? Ich ja, besorg dir mal Alkohol. Soll ich mir Alkohol? Echt? Wollen ja, wir den Teil aber vielleicht rausschneiden dann? Nö. Ich besorg mir auch welchen, da können wir anstoßen. Ja, Moment, dann muss ich jetzt gleich mal weg. Ja. Also gerade in die Küche meine ich jetzt damit. Ja, genau, ich auch. Warte, mache ich jetzt gleich. Gut. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Das ist dann quasi die Autofahrt. Der Spielleiter kann jetzt genau. quasi mit sich selbst spielen. Genau, Spielleiter, spiel mal mit dir selbst. Spiel mal was um das Auto herum passiert. Ich bin kurz weg. Das war dumm. Da ist er ja, der Hühnerschrecker. Pa-ching! Ah, so, schön Meadow-Watcher hier erstmal aufmachen. Prost! So. Während der Autofahrt köpft Billy eine Flasche Shampoos. Nee. Klar, du hast doch in der Minibar hinten Shampoos drin. Nee.
Ein Pikolöchen nur. Ein Pikolöchen, na gut. Das Wort Piccolo gehört sowas von verboten. Wieso? Ich weiß nicht, ich finde das eigentlich ganz, ganz fürchterlich. Die White Russians haben nichts gegen Dragon Ball. Was hat Piccolo mit Dragon Ball zu tun? Das ist egal. Mann. Ich weiß es, ich verstehe es. Little Teufel Piccolo. Es war so schon schlecht genug, jetzt frag nicht noch nach. Okay. Wie viel mir entgangen ist, bin einfach zu alt. Du musst unbedingt Dragon Ball Z schauen. Nee. Egal. Doch. Es ist außerdem nicht Dragon Ball Z. Ja, Z auf Deutsch, aber auf Englisch heißt Dragon Ball Z. Aber Z heißt doch auf Englisch Z und nicht Z. Ja, ich habe diese Diskussion ewig und es ist tatsächlich so, dass es Dragon Ball Z heißt. Das ist ja total. Es ist genauso super. Wie die Leute aus dem Unix und Linux, aus ihrer Linux- und Unix-Welt wissen, dass es Z-Pool heißt oder ZFS und nicht ZFS oder ZFS oder Z-Pool. Okay, dann wurde ich einfach falsch unterrichtet. Ja, ich auch. Du kommst ich auch. An. Dankeschön. Prost! Jojo steht quasi gerade noch an der Tür. Hallo! Kommt auf dich zugelaufen und umarmt dich. Du hast jetzt gar nicht mit mir geprostet und ich habe eigentlich gerade einen kurzen getrunken ohne dich, oder was? Oh, Verzeihung, ich dachte, wir wären noch in time. Warte. Nee. Prost! Ja, der ist schon unsäufer, ihr, ey. Halt die Fresse. Die Valkyrians haben nichts gegen Alkohol. Back in time. Nee, wie doch, ein Magen und eine Leber. Uff, da, zum Geburtstag uff, viel da. Glück. Zum Geburtstag viel. Warum singe ich das jetzt? Ich weiß nicht. Hast du Geburtstag? Nö. Achso, nee, das war aber Fasching. Macht nichts. Das weiß ich doch. Billy! Haseschmuckel! Na? Was geht? Alles, was Füße hat, nicht festgebunden hat, ist. Was? Alles, was wie? Alles, was Füße hat und nicht festgebunden ist. Hm. Ja. Hm. Was geht bei dir? Das ist eine blöde Antwort. Nichts Besonderes. Mir geht's wieder gut, aber sonst, alles easy. Ich hab dir jetzt keinen Mohrenkopf diesmal mitgebracht. Ich hab echt immer Angst, wenn du die Tür aufmachst, dass da irgendwas wieder fucked up mit dir ist. Willst du mich nicht hereinbitten? Hallo? Doch, klar. Ah, ja, danke schön. Das hat jetzt aber gedauert. 5 Minuten überlegen. Oh, echt? Nein. Ich wurde nur gerade angeschrieben. So. Mach dein Skype aus beim Spielen. Echt mal. Von dir im TS. Das hättest du nicht sagen dürfen. Siehste, warum hätte ich das nicht sagen dürfen? Ihr habt da echt immer einen am Laufen und ich krieg's dann später wieder die Milz rausoperiert oder irgendwas. Nee, das hat damit nichts zu tun. Er hat mich nur an was erinnert, was ich dir noch mitteilen muss. Jojo hat ein neues Tattoo. Ach du Scheiße, schon wieder? Du warst ohne mich beim Tätowierer, du Kackpratze. Ja, das ging nicht anders. Du Milzlaus, du. Pff, können auch nochmal zusammen zum Tätowierer gehen. Ich suche mir jetzt einen eigenen. Dann such dir einen eigenen, wie Mach du willst. Mach ich auch? Mach ich, ja. Wehe, du lässt dir einen Arschgeweih oder einen Schmetterling tätowieren. Ich lasse mir eine verkrüppelte Jojo tätowieren. Echt? Nö, aber wäre eine gute Idee. Aber so eine Hommage habe ich noch nie bekommen. Eine Fromage? Sind wir da wieder beim Französisch? Fromage, ja, wir sind wieder Französisch heute. Awesome. Was gibt's denn jetzt? Pah, komm erstmal rein, so. Ich bin doch schon drin, Mensch! Dann lass mich erstmal die Tür zumachen. Warum machst du denn nicht die Tür zu? Ich bin doch gar nicht dick. Sei ruhig, sag's nicht. Wag dich. Du bist eh viel zu dürr. Ach so, okay, das ist okay. Dankeschön. Dankeschön. Ja. So, jetzt, also hier, hopp. Soll ich mich auf die Couch, darf ich mich auf die Couch setzen oder ist da... Na klar darfst du dich auf die Couch setzen. Ich mich auf die Couch das Sperma habe ich runtergemacht. Ja, oh Mann, ich wollte gerade machen. Sehr gut. Oder sollen wir erstmal in die Küche gehen? Wieso in die Küche? Keine Ahnung, vielleicht müsste sie mir was zu trinken anbieten. Vielleicht hast du ja Fanta im Haus. Ja, ich glaube, ich habe sogar noch eine Flasche für dich. Kommt hier nur die Prinzessin der Fantas zu dir? Oh, die Flasche. Dieses Tattoo hat sie übrigens jetzt. Warte, Yegor war ja bei dir ja. Und hat die Fanta offen gelassen. Da ist jetzt keine Kohlensäure mehr drin. Okay, ich steige jetzt sofort wieder in den Pink Panther zum nächsten Staffel und kaufe Fanta. Okay, du fährst 4 Meter und kaufst Fanta. Ich habe übrigens unten im TS jetzt einen Link gepostet. Dieses Tattoo hat sie nur etwas weniger grau und etwas weniger, etwas mehr chromblau. Das Tattoo Boah, wird Alter. A auf WordPress verlinkt sein und B ist es quasi, sieht es aus, als wäre der Arm aufgeschnitten worden und wäre halt so irgendwie augmentiert quasi, so das voll billig und hässlich. Das nennt sich Bio.
Biomech-Tattoo, danke. Ah, es ist ein so Biomech-Tattoo. Jetzt auch für Windows. Und ein Feuerlöscher ist im Hintergrund. Ja, aber ich glaube, der gehört nicht zum Tattoo. Schade eigentlich. Ich glaube, das sieht auch ein bisschen echter und ein bisschen blutiger aus. Ja, 2080 geht einiges mehr, was Tattoos angeht. Ja. Als heutzutage. Ich glaube, das sieht ein bisschen echter und ein bisschen blutiger aus, aber es passt. Ich glaube ja immer noch, dass bis 2080 die Tattoo-Maschinen so funktionieren wie Nadeldrucker und dass da gar kein Tattoo-Artist mehr hinten dran sitzt. Naja, jemand, der das halt höchstens designt und dann dort... Ja. Genau. Ja gut, heutzutage werden ja schon Tattoos am Computer designt mit Photoshop oder halt ja. Adäquater Software. Also ich denke auch, dass die reine Technik, das wird nicht mehr per Hand gemacht, Hände sind so fürchterlich anfällig, die können auch mal ausgerissen werden und so. Deswegen ja, glaube ich, das wird nur am Computer designt und dann der Rest eingedingt. Ein Stöckelschuh draufgetreten. Ja, alles sowas. Dann hat man immer so schöne Löcher und kann durchgucken. Man kann Fadenkreuze reinbasteln, wenn man Lust dazu hat. Ja, schön. Ich fand das sehr zweckdienlich. Also egal. Ich habe ja einen kranken Geist, wenn es um Sexualität geht. Das möchte ich ja gar nicht abstreiten. Aber du hast ja einen kranken Geist in... Ja? Der okay. Warum bin ich jetzt hier? Weil wir uns ja noch irgendwie eine Sin besorgen wollten. Das ist wahr. Siehst du, aber dafür brauchen wir noch Geld. Also zumindest das Geld, was ich habe, reicht noch nicht, weil ich nämlich nicht nur eine Sin brauche, sondern zwei. Das heißt, das wird richtig, richtig, richtig teuer. So, das heißt, wir brauchen richtig, richtig, richtig Geld. Was reden wir denn jetzt eigentlich? Also wie viel? Was sag mal eine Hausnummer. Naja, also so insgesamt all inclusive bräuchte bestimmt, weiß ich nicht, 12 Riesen oder so. Ja! Das ist ja heftig. Es war Luft eingezogen und die Stimmbänder gestretcht. Ich brauche kein Soundboard, ich bin halt ein Soundboard-Mann. Und Flummi, wo hast du eigentlich den Preis her mit 12 Riesen? Keine Ahnung, das war jetzt ganz grob geschätzt. Okay, gut, ja, alles klar. Ich weiß schon, wie viel ich zahlen muss, ungefähr, aber... hast du einfach nochmal 50% draufgeschlagen, um sicher zu gehen. 50% für 2 Cents? Na, für eine Dreier und für eine Zweier? Ach, scheiße. Für eine Dreier sind 7,5 und für eine Zweier sind, weiß ich nicht mehr genau, ich glaube 2 oder 2,5 oder so. Kurz Tele, sorry. Warte, dann kann ich das ja kurz nachgucken. Also eine Dreier sind auf jeden Fall 7,5. Da kostet es nämlich Stufe mal 2.500. Und ja, dann liebe Freunde, für alle, die zuhören, wenn das jetzt nicht rausgeschnitten werden sollte, wir haben da unsere eigenen Preise. Mit Blackjack und Noten und du hast... Stimmt, das sind 10,5 sind das dann. So, Mist. Aber ich brauche ja noch so ein bisschen Kohle, das heißt, ich rechne erstmal nicht mit 10,5, sondern ja, und dann willst du ja auch noch ein paar Trachten kaufen und so, statt nach Sinn. Nee, eigentlich keine Trachten, eher eine Brustvergrößerung. Ja, ein Push-Up-BH wäre schon am Anfang wenigstens. Da kommt er genau im richtigen Moment. Hast du gesagt, ich möchte eine Brustvergrößerung kaufen? Und deswegen glaubst du, ich lass mir die Brüste vergrößern. Du hast das gerade eben gesagt, du hast gerade eben zu Billy gesagt, ich möchte mir eine Brustvergrößerung kaufen. Ja. Yay! Billy ist auf einmal sehr angetan. Billy, ich lass mir die Brüste nicht vergrößern, das war ein Scherz. Wir machen da Titten dran, das fehlt die ganze Zeit noch. Hallo? Ich habe Brüste. Ja, guck Brüste. Dich doch mal an. Ich habe Brüste. Du bist doch echt mal so wie so mit einem Nagelbrett zwei Erbsen draufgespießt, Alter. Ich Alter. Habe Brüste. Ja, ja, das hat der andere auch gesagt. Also, was hast du gesagt, 10k? Ja, ein bisschen mehr. Du bist gemein. Natürlich bin ich gemein. Ich bin deine große Schwester. Ich habe Brüste. Sag, dass ich Brüste habe. Es ist fast ein B-Körbchen. Ja, in Zwergengröße. Nein, in ganz normaler Größe. Ich kann in meinen BHs in ganz normalen Läden einkaufen. Hobbit-Läden. In ganz normalen Läden. In ganz normalen Hobbit-Läden. Kriegst deinen Tritt vor Schienbein. Wag dich. Ich weiche aus. Katzenhaft. Ja. Das, die Kleidung hat doch in 90% der Fälle RFID-Tags, die was ausstrahlen. Ja, ja, ja. Mhm. Jojo hat bei dem versäumt, den zu löschen. Das macht sie ja eigentlich, weil sie ja eher ein bisschen schattiger ist als du. bei dem wird ausgestrahlt, die Werbung von dem Laden, von dem Store, wo es gekauft wurde, das ist Teens Fashion. Unterwäsche für Frauen und die, die es noch werden wollen.
Häschen. Was denn? Lösch mal den RFID-Tag, den du da noch an deiner Unterwäsche dran hast. Oh. Der hat dich verraten jetzt. Was, dass ich meine Klamotten in einem Laden für Jugendliche gekauft habe? Das finde ich nicht so schlimm. Teens Fashion. Ja und? Als ich ein Kerl war, hatte ich mehr Titten als du. Als du ein Kerl warst, du bist eine Elfe. Du hattest ohnehin keine Titten. Wenn du rumrennst, hast du weniger Titten als ich. Du hast dir nur Silikon reinbasteln lassen oder irgendwas anderes. Das Fett von einem anderen. Und jetzt halt die blöde Klappe. Bock, 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 bock. Hallo? Also, wo kriegt man jetzt die Patte her? Jetzt hör mal auf, über deine Brüste die ganze Zeit zu reden. Bist du obsessed mit deinen Brüsten mal? Also echt? Dann hör auf zu sagen, ich hätte keine. Du hast voll den Komplex mit deinen Brüsten. Halt die Klappe, so ist reicht jetzt. Du brauchst Implantate. Also wie geht's weiter jetzt? Nein, es braucht keine Implantate. Also? So, wir gehen uns jetzt Geld besorgen. Für Implantate und? Nein, nicht für ich kann das Wort nicht mehr sagen. Trink noch einen, Flummi, trink noch einen. Nicht das mir gut. Später ist es ein Ich habe noch zwei Schlucke getrunken. Ah, schön. Ich habe doch erst zwei Schlucke getrunken, das ist ja, nicht der Alkohol. Was für Zeug hast du getrunken? Das ist Wein. Was für Schlücke nimmst du? Brandwein vielleicht. Nein, kein Brandwein, ganz normaler Weißwein. 80%iger Weißwein. Weißwein, we sophisticated. Ein Gavi di Gavi. Ein Lambrusto. Also, Lambrusto. Damit die vielleicht noch ein bisschen wachsen. Also, hier, jetzt mal. Wo willst du denn back in time? Wo willst du denn Kohle herkriegen? Na, was ist denn der Plan? Wir räumen Geschäft aus. Hm? Also vielleicht weniger ein Geschäft, vielleicht eher ein Lagerhaus oder sowas, aber das passt, glaube ich, ganz gut. Technik. Irgendwie so Rigger-Krams und so ein Scheiß. Bringt eine Menge Kohle ein. Ist relativ klein, lässt sich gut transportieren. Hast du die Bumsmummel umlackieren gelassen, getan, getut? Ja. Okay. Also haben wir ein Auto. Wir haben ein Auto. Ist das auch soweit bereit, dass wir das als Fluchtfahrzeug benutzen können und nicht, dass das dann irgendwie... Na, einen entsprechenden Chip hat es ja sowieso drin und ich glaube auch ein wechselbares Kennzeichen. Deswegen sollte das eigentlich hoffentlich kein Problem sein. Okay. Ich habe es jetzt dunkelblau gespritzt. Okay. Das reicht, glaube ich, oder? Oh, ja. Und an welches Lagerhaus oder welchen Laden hast du gedacht? Na, da müssen wir noch ein bisschen gucken. Das erstmal nur eine generelle Idee. Weil ich meine, also es ist halt nur so, wir haben es uns noch nicht mit so vielen Konzernen verkackt, weißt du? Ja, deswegen dachte ich, wir nehmen uns jetzt direkt den nächsten. Ach so, ja. Ja, das finde ich gut. Klingt voll intelligent, oder? Ich weiß ja nicht, aber wenn du meine Hilfe brauchst... Na ja, ob das intelligent ist oder nicht. Ich bin blond. Stimmt. Und ich habe die Regel diese Woche im Kopf. Du hast die Regel im Kopf? Ja. Wieso hast du die Regel im Kopf? Weil ich angefangen habe, Schach zu spielen. Warte mal. Jojo geht ins Badezimmer, kommt mit einem Tampon zurück und schiebt ihn dir in den Mund. Warum in den Mund? Ich dachte wenigstens in die Nase. Ja, ich hätte es auch gesagt, in die Nase. Da passt sie doch nicht rein. Na, bei Jojo hier. Echt, Jojos Tampons, die sind... Guck dir mal Billys Rüssel an, Alter. Wie ihre Brüste. Okay, gut in die Nase. Also. Du hast einen Tampon in der Nase. Wunderbar, ich nähle jetzt ein bisschen. Ich lasse das auch mal da ein bisschen. Ich habe ein bisschen Schnupfen. Versteht man das überhaupt noch? Nee, ich glaube ja, nicht. Ja, doch, man versteht es ziemlich gut. Scheiße. Okay, ich habe es gedacht, ich werde unausstehlich. Ja, ich würde vorschlagen, dann müssen wir uns mal einen Laden aussuchen, der... Ja! Und ich dachte, du kannst Raster doch passt. Voll gut recherchieren und so. Ach, jetzt auf einmal. Wieso jetzt auf einmal? Keine Ahnung, ich wollte nur was Aufmüpfiges sagen. Ach so, muss ich dich erst verprügeln, damit du spust oder was? Du? Ja. Ja, ja, ist okay. Du hast schon wieder Fieber oder so, oder? Wieso habe ich Fieber? Keine Ahnung. Nein, mir geht's hervorragend. Siehst du, ich kann springen, tanzen, mich bewegen. Mir geht es gut. Ich drück ja mal auf die Stelle, wo sie... Ich drück ja mal kurz mit dem Zeigefinger auf die Stelle, wo sie diesen großen braunen Bluterguss hatte auf den Rippen. Du spürst Knochen.
Tut nichts weh. Jetzt? Nein. Schade. Du heilst zu schnell. Naja, dafür gibt es entsprechend Medikament und Salben. Nein. Aber warum willst du mir unbedingt wehtun? Keine Ahnung, ich wollte jetzt nur mal wissen, ob du da noch hältst anfällig du das bist. Oder ob du wieder oder was? Nein, ob du wieder verschlagen wurdest von irgendwem oder irgendwas. Nein, ich wurde von niemandem, ich bin nicht verschlagen und ich wurde von niemandem verschlagen, zerschlagen, angeschlagen, abgeschlagen, aufgeschlagen oder eingeschlagen. Zurückgeschlagen oder eingeschlagen. Vorgeschlagen kurzem, wurde ich. Als was? Als Hobbit des Monats. Als Hobbit des Monats im Hobbitladen. Ja. Wunderbar. Da hatte ich ja doch recht zum Schluss. Ich finde das also ist eine gute Idee. Was soll ich denn recherchieren? Sag mir doch mal was. Nach Low Security in irgendeinem Elektrogeschäft zu suchen, ist wahrscheinlich nicht so schlau. Nee, warte mal. Jojo wird nämlich jetzt mal ein paar. Es gibt doch größere Ladenketten. Ja, es ist eine extrem globalisierte Welt. Was meinst du mit größer und Ladenketten? Ich meine, eine Ladenkette, die über ein paar Geschäfte in Moskau verfügt, so dass sie vermutlich ein gemeinsames Lager haben. Hast du irgendeine Wissensfertigkeit in die Richtung? Ich habe eine Shopsoft. Zum Beispiel über für Elektronik und Mechanik. Fuck you. Ja, ich wusste, dass dieses Ding irgendwann mal sinnvoll ist. Doch. Und welche Stufe ist die? Oder haben die Stufen? Weiß ich gar nicht. Die haben keine Stufen. Was ist denn los? Nein, die haben keine Stufen. Die kosten aber dafür auch viel Geld. Finde ich nicht gut. Die kosten, glaube ich, 500 Nuyen oder so. Das ist ja ultra viel bei Charakter. Also, pass auf. Elektronik meinst du Sachen, die Geld bringen, Drohnen. Naja, warte doch mal. Kleine Sachen, die Geld bringen und dann wolltest du ja auch noch ein bisschen Genau, Kram, ich wollte auch noch ein bisschen Ausrüstung, so Überwachungstechnik. Kannst und du mal die Überwachungstechnik präzisieren? Wir wollten kleine Kameras, kleine Mikrofone, Dinge, die man halt einfach irgendwo an jemandem verstecken kann. RFID-Chips, kleine GPS-Sender, sowas in der Art. Okay. Ja. Also das Sinnigste ist halt da im Bereich von Robotik zu gehen, weil kleine Drohnen haben kleine Sensoren, die kannst du umbauen, weil du ja voll die MacGyverine bist. Fletcher Drone Technology hat in Moskau 4 Läden, die sind nicht besonders groß, so wie ein größerer Supermarkt. Und das heißt ja nichts. Und die nehmen wir auch oft Bestellungen an und teurere Waren vielleicht. Geht. Nicht so sehr, aber Riga-Konsolen gehen bei 1,5 los und die haben im Angebot Sachen bis zu 8K Einkaufspreis und Riga-Konsolen sind so groß wie ein iPad. Das lohnt sich, da kann man ein paar von transportieren. Ganz recht. Die haben höchstwahrscheinlich ein Lager, aber das findest du mit deiner Shopsoft nicht. Nein, aber jetzt kann ich Willi sagen, wonach sie gucken soll. Du bist ja so cool mit deiner Shopsoft. Nein, ich bin einfach nur intelligent, weil ich eine Möglichkeit gefunden habe, meine Shopsoft zu nutzen und du bist jetzt einfach nur eingeschnappt, weil du nicht damit gerechnet hast, dass wir so einfach die Möglichkeit kriegen, vielleicht einen Laden zu finden oder etwa eine Kette zu finden, an der wir uns bereichern können. Da hat sie jetzt aber leider recht. Das ist überhaupt nicht wahr. Mimi. Also, ja, das findest du raus. Oh, shit. Das klingt im TS auch immer so ganz ich großartig. Ich weiß, deswegen mache ich's ja. Wie gesagt, oh, das war schön, das, wie gesagt, Fletcher Drone Technology. Billy, ich hab was. Ja, was hast du denn? Fletcher Drone Technology. Fletcher Drone Technology? Ja, wenn du voll rauskommst. Zu welchem Konzern gehören die denn? Kannst du das Shopsoft. Kannst du das rauskriegen? Ja, das ist die erste Frage, die ich mir jetzt gerade selbst stelle eigentlich. Gut. Bestimmt vielleicht. Neonet oder so. Ich, pass auf, wir kommunizieren jetzt weiter über DNI und Billy macht die Augen zu. Also ich gehe VR. Billy legt sich mal wieder in eine schmodderige Ecke bei Jojo und ist dann wieder alles los. Da, wo Gusos das letzte Mal unter der Toilette gelegen hat. Auch sehr schön.
Nein, alles klar. Natürlich nicht. Sie liegt ja auf der Couch. Nicht geputzt. Deswegen gehe ich da auch nicht hin. Ich liege auf der Couch, habe ich ja gesagt. Und ich lasse die Augen geschlossen und gehe VR. Nee, 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 da hat sie ja noch nie gelegen. Du kannst ja mit ihren Brüsten jetzt spielen. Nein. Mal sehen, wie sich das anfühlt. Ganz mach sicher. Mal Selbstbeherrschung. Mach mal. Warum soll ich Selbstbeherrschung machen? Mach mal Selbstbeherrschung, bitte. Fick dich. Mach mal bitte. Nicht deswegen, mach doch mal Selbstbeherrschung. Oh warte. Gott, jetzt malst du mich voll oder so irgendwas. Nimm nicht alles vorweg. Ich wusste's. Du bist so böse zu mir immer. Ach nee, Hallo? Moment, ich muss ja MTS würfeln. Das wäre ganz sinnig. Das tut besser. Du wolltest nur würfeln, Pen and Paper? Da ist doch geschrieben oben hier. Du musst doch einfach nur, Klammer auf, dann Anzahl der Würfel, D6, S ist dann Success und 5. Meine Fresse hier. Dass die auch ja nicht kann, ne? Oh, ich bin so selbstbeherrscht. Du bist extrem selbstbeherrscht, aber da liegt trotzdem ein Edding. Bitte? Praktisch. Da liegt ein Edding, aber du bist natürlich extrem selbstbeherrscht. Oh, und verschiedene, also ich, ne? Ich meine, nur wenn du es mit dem Selbstbeherrschungswurf anfängst. Ich male Billy einen Schnurrbart. Sehr gut, mit welcher Farbe? Mit Schwarz. Sehr schön, ich nehme an, so einen gekräuselten, eher so, ne? So einen französischen. Ja, sehr schön, okay. Billy! Leute. Was denn, du hast es angezettelt. Ja, super. Ich habe eine gute Idee, müsste eigentlich dafür Karma kriegen, wenn wir überhaupt irgendwann mal Karma kriechten. Das habt ihr schon mal gesagt. Es gibt bessere Arten, mich irgendwie runterzuputzen. Ich möchte dich doch gar nicht runterputzen, ich möchte nur sticheln. Mach doch mal dein Matrix-Shit, bitte. Charakterblatt, ey. Ach, wir so, nehmen dann den jetzt, Wurf für alles, was du so recherchierst, damit wir nicht dauernd rumwürfeln müssen, ne? Collection. Hatte ich jetzt schon Cracking erhöht? Ja, ne? Ja. Ah, yes. Aber ich glaube, du hast es noch nicht bezahlt. Ich weiß es nicht. Ich bezahle es jetzt. Es tut zwar jetzt nichts zur Sache, weil ich ja quasi Software und... In dem Fall tut es nichts zur Sache, aber es könnte noch sinnvoll sein. Später, ja. Später vielleicht. Ich schreibe mir mal... Ich wollte noch irgendein Dings haben, aber das machen wir dann auch später. Ich schreibe mir jetzt erstmal 20 ab. Sie. Okay, Software und Logik hat man gesagt, ne? Und VR Sie. 10. Offenbar. Das hört sich sehr nach mir an. Boah, shit, Mann, Alter. Ich muss erstmal auf die Reihe kriegen hier. Das ist doch ganz einfach, da musst du bloß jetzt halt auf die Fresse hier. Würfel D6S5. Ja, 6er Folge, mein Liebster. Das ist schon scheiße gut, ey. Alter, das warte mal, 6er Folge? 6er Folge, lieber Kokoschinski, Alter. Mindestwürfe und Mindestwürfe für das, weil der immer so viel Glück hat. Okay. Du bist nett. Zu welchem Konzern gehören die? An sich sind die nur in Moskau vertreten und es ist nicht auf dem... Was hast du eigentlich für ein Limit auf Data Processing? Data Processing, ich glaube 5, warte mal. Boah, es versucht mich warte voll mal. Zu verarschen. Mentales... Ja. Moment. Nee, das ist das Data Processing Limit bei den Matrix-Sachen. Data Processing Limit habe ich nicht bei mir aufgeschrieben. Das müsste Logik sein. Ja, jetzt ist es logisch. Scheiße, ist es tatsächlich. Also 4, ne? Jo. 4, okay. Das finde ich besser als 6, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach, jetzt auf einmal ist es besser, ne? Weil, was ist denn Limit? Ne. Entschuldige bitte, willst du irgendwie hier nochmal Stress anzetteln oder was? Ich hatte dich doch eigentlich jetzt schon gerade initiiert. Achso, das habe ich nicht mitbekommen. Mensch. Weil ich so ruhig was und ausgeglichen bin. Also, die sind nur in Moskau vertreten tatsächlich. Die haben wohl ganz gute Verträge für Rohmaterialien, weswegen sie sich da irgendwie halten können. Die machen vor allen Dingen Shit für den Privatgebrauch, also auch Drohnentechnologie, Haushaltsdrohnen hauptsächlich. Und so ein bisschen was für die Industrie, aber jetzt auch nichts Weltbewegendes. Die gehören zu niemandem. Die sind einfach Fledger Drone Technology. Okay, jetzt, Mo, ganz langsam, Freundchen. Hm? Das ist ein A-Konzern, oder was? Nee, es ist ein Unter-A-Konzern. Unter-A-Konzern, also eigentlich nichts Großes. Das sind die drei Läden und was anderes vielleicht. Okay, was anderes vielleicht? Naja, du weißt ja nicht genau, was sie noch irgendwo haben. Das sind die drei Läden, wo sie sagen, guck mal, hier sind unsere Läden, können und da verkaufen wir den Shit. Also wir haben drei Läden. Dann gehe ich jetzt mal die Läden einzeln durch. Und zwar möchte ich wissen, Größe, Angestelltenzahl, Security-Firmen, die diese Läden... Ja, also Informationen über jeden dieser drei Läden. Pff,
Na. Nicht lohnenswert. Was du rausfindest, ist, einfach aus so Kaufberichten, Erfahrungsberichten, die Sachen, die Geld bringen, die haben sie eher nicht in großer Anzahl auf Lager. Also die haben so ein, zwei Riga-Konsolen in jedem Laden. Das ist einfach relativ ungünstig. Wenn, also anders. Punkt 1, du hast 4 Erfolge, das ist immer noch verdammt viel. Von dem Sicherheitsstandard, der bei denen so Usus ist, was man so jetzt sieht, ist das auf jeden Fall die Wahl, weil es einfach ist. Die haben auch die Waren, die ihr wollt, aber die haben die vermutlich nicht in den Läden in der Anzahl, wo sie es wirklich lohnt. Vor allen Dingen, weil Lager. Vor allen Dingen, weil die Läden auch zum Teil in Gebieten sind, die halt sehr crowded sind, weißt du? Viele Zeuge, und da könnt ihr keine Arme ausreißen und das geht nicht. Nur ein Stöckelschuh zutreten. Nee, da. Okay. Aber von doch, ein Anwohner beschwert sich, dass die halt die Läden doch immer mal ihre Lieferungen da kriegen. Übrigens, der Kurierservice ist Energia. Das ist auch so ein kleines Ding. Auf jeden Fall, der beschwert sich, dass die doch halt immer mal Laster haben. Also die haben schon einen Austausch, das heißt, die müssen irgendwo schon ein Lager haben. Und das ist Wissen, was ihr auf jeden Fall habt. Es gibt ja in Moskau ein riesiges Stadtgebiet, wo einfach nur ein Haufen Lagerhäuser sind. Richtig viele. Also ich bin mit, kurz zur Erklärung vielleicht an der Stelle, ich liebe dieses Wort, ist dir schon mal aufgefallen, dass ich bei jedem Intro ja an der Stelle dabei habe. Sehr schön, wunderbar. Deswegen an dieser Stelle, richtig, danke. Möchte ich darauf hinweisen, dass Jojo quasi alles von mir brühwarm auf AR weitergeschoben bekommt quasi. Also davon gehe ich aus, ja. Wir machen also einen Schlachtplan quasi. Jojo ist nicht VR mit mir, aber ich gebe als kleiner Cursor quasi alles an sie direkt über AR-Screen weiter. Das ist schön. Jojo ist nämlich auch nicht so der VR-Mensch. Das weiß ich doch. Lagerhäuser. Wo ist das Lagerhaus? Wo ist das Lagerhaus? Los, krieg raus, wo das Lagerhaus ist. Ja, hallo, jetzt mach dich mal locker hier, trink mal einen White Russian und atme erstmal durch den Pansen. Nein, ich kann jetzt keinen Alkohol trinken. Nein! Der Ganf hat aber voll Bock drauf. Jetzt der gerade. Hat so Bock. So, da musst du nicht zuschlagen. Da reicht in der Ecke schuppen. Den hatte man schon lange nicht mehr, Freundchen. Ist schön. Sehr schön. Ach, oh, schön. Schön Nostalgie mittlerweile schon hat er. Ach, Gunfist. Wir werden ihn nicht vermissen. Wer hat denn eigentlich geknipst? Ach, Gunfist. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, wer ihn geknipst hat. Wir wissen gar nicht, wer ihn geknipst hat. Matrioschka mit ihren Hammerömmeln. Nee, das war nicht Matrioschka, das glaube ich nicht. Lacht es denn schon wieder jetzt? Mit ihren Hammerömmeln, na klar. Die hat ihn zu Tode geransackt. Also, ja, Energie, der Laden hieß Energia, der Kurierservice. Das heißt, schauen wir mal. Warte mal, du hast 4 Folge. Guck mal bitte ins Co-Sketch. Jetzt muss ich auch noch ins Co-Sketch gehen, Alter. Das wäre ganz famos. Flummi, gleich mit. Ich bin da jetzt mal bin hier da. Im Co-Sketch. Ich sehe die halbe Map jetzt. Gut, das 11, ne? Distrikt 11. Achso, ja, 11, ja. Das ist tatsächlich dieses Lagerhaus-Ding. Da unten im Süden schließt sich ja der sogenannte Leichenwald an. Dort ist es ja richtig abgefuckt, dort will ja keiner hin. Das heißt, je näher ihr in den Süden kommt, desto höher sind dort die Sicherheitsvorkehrungen A, um zu gucken, dass da nichts aus dem Leichenwald nach Moskau kommt, und B, dass da keiner reinrennt. Dort sind auch gleich die sehr großen Konzerne mit Lagerhäusern, wo sie nicht wollen, dass jemand rankommt. Das heißt, dort wird es teurer. Je weiter ihr im Norden seid, desto kleiner werden die Konzerne, desto kleiner werden die Sicherheitsbestimmungen. Das Wahrscheinlichste, was Billy rausfindet, wo Energia hauptsächlich dort operiert, ne, ist, warte, in diesem Bereich. Dort warte muss mal, es irgendwo von sein. Von der Grenze von 8 und 7, also nur in 11 quasi, ne? Ja, genau. Rot ein Riesen-C-Gebiet. Ja. Was noch ganz wichtig ist, was Billy auch rausfindet. Man kann dort einfach in den Distrikt 11 fahren, aber da sind schon an allen Zugangswegen Polizeikontrollen, und dann passiert Folgendes. Sie sagen, jo, Kollege, was möchtest du denn hier? Dann sagst du im besten Fall, ich habe hier eine Auslieferung, ich habe hier einen Reparaturauftrag oder irgend so ein Shit, und ich kann dir das hier mit diesem Wisch zeigen. Und er sagt, geil. Im schlechtesten Fall sagst du, ich wollte meinen Freund abholen, der arbeitet hier, und der sagt, aha, alles klar, dann fahr mal durch. Und das ist nicht auffällig, denn niemand fährt in so ein riesiges
Lagerhaus, Drohnen, Arbeitergebiet um seinen Stecher. Das macht das ist nicht. Das ist nicht. Ne? Ich muss aber durch den Wald, weil da meine Großmutter ist und die braucht den Korb mit Wein und Brot. Ich finde, damit sollte sie allein aus Originalitätsgründen durchkommen. Ich finde, dass damit könnte es auch funktionieren. Das ist der zweitbeste Fall. Halt, keine roten Haare, du bist raus. Ich hab rote Haare. Nee. Da mach ich das halt. Richtig. Oh, shit. Ich bin dann der große böse Elf. Dann habe ich rote Haare, zieh mir ein rotes Röckchen an und rote Schüchen und weiße Kniestrümpfchen, die bis nach oben hochgezogen sind, ein weißes Blüschen und ein rotes Mäntelchen. Und dann kommst du vom Weg ab und der Wolf beißt dir den Kopf ab. Ende. Welcher Wolf? Alter, den Wolf musst du mir mal zeigen, den Jojo den Kopf abbeißt. Umgekehrt, der Jojo den Kopf abbeißt. Dammit. Aber ja. Es ist doch der große böse Wolf. Alter, die haut dem halt erstmal die 12 kaputt und dann sagt sie, was willst du denn, du Pisser? Alter, dich nehme ich mit und ess dich. Schön, hat schon lange kein echtes Fleisch mehr. Saté, ich mach gleich mal Wolf Saté hier. Ich mach Billy einen Pelz aus dir, du Sackmilbe. Richtig. Erstmal die chemische. Ich hab ja. einen halben Mantel für dich. Ja, für dich ein ganzer. Ja, stimmt. Dann ist sie ein behalten? Elf im Wolfspelz. Das tut mir leid. Ich spiele das Klav 5 für dich jetzt. Ihr habt einen Damm gebrochen, als Dimi mich angeschissen okay. hat, ich soll mir schlechte Wortwitze machen. Jetzt ist es leider raus. Jetzt kann ich nicht mehr anders. Das ist okay, wir machen uns ja auch schön bei dich lustig. Ich bin übrigens dafür, dass Billy einen Mantel aus Hummelpelzen bekommt. Warum denn Hummel? Na, weil die weil es wertvoll ist. Weil es cool ist. Überleg doch mal. Dann kann sie mal ihren kleinen Stachel auspacken. Hummeln haben keine Stacheln. Psst. Aber das ist doch voll cool. Überleg mal, wie teuer so ein Mantel ist. Nerz war gestern, Hummel ist heute. Immer noch Zobel ist immer noch der teuerste. Und dann kommt Chinchilla und dann kommt Nerz. Ja. Und dann kommt Drachenschuppen. Aber Hummel. Überleg doch mal, wie cool das aussieht. Hummel. Moin, moin, Hummel, Hummel, Moors, Hummel. Moors. Ja, können wir jetzt mal vielleicht weiter am Plot arbeiten? Aber ich habe in einer Stadt gewohnt, in der es eine Bushaltestelle gab, die Hummelwiese hieß. Und ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich an dieser Bushaltestelle vorbeigefahren bin. Da könntest du dich ja heute noch dran freuen, denn mit Google Plus kann man jetzt auch an den Haltestellen überall vorbeifahren. Das stimmt, das heißt, ich könnte heute noch an der Haltestelle Hummelwiese vorbeifahren. Och, und wenn schön. Du dich mal nicht freuen möchtest, dann fährst du einfach virtuell dran vorbei. Das stimmt. Ja. Schön, schön, schön. Also, jetzt mal hier, Kinders, Menschenskinder. Hol mich doch nicht aus meiner Traumwelt. Überall sind Tote, grüne, gelbe, rote. Das ist ihre Traumwelt. Ja. 5 Kilometer, 10 Kilometer. Also, was ich 15, mal gucken kann, ist, ob ich halt jemanden finde oder ob ich ein paar Infos kriege, ob wir da reinfahren können, ohne dass uns ständig jemand auf diesen Sack geht. Also, dass wir quasi die offiziellen Kontrollpunkte zumindest umgehen können. Es kann zwar sein, dass wir trotzdem kontrolliert werden, aber da müssen wir uns halt eine gute Ausrede ausdenken. Aber vielleicht kommen wir wenigstens um die 100% Dingsbums-Kontrollen rum. Weißt du, was ich meine? Ja. Ist dann Turf nicht auch? Nö, nicht, dass ich wüsste. Bist du dir sicher? Da im C-Gebiet? Nee, da ist, glaube ich, nichts. Also in der Nähe ist was, aber Worry halt ein bisschen, aber... Och, nur die Worry halt ein bisschen. Ups. Ich dezimiere mein Geschirr. Wieso machst du das denn? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt in 3 Tagen 2 Schüsseln zerschmissen. Immer diese unterschwellige Gewalt von dir. Sie hat nicht gewürfelt. Das ja, aber auf. Sie hat was runtergeschmissen. Auf, und ich habe halt leider keinen zerschmeißen. Warum eigentlich Mano. Nicht? Weil es das nicht Creative Common gibt. Ich gebe da keine 20 Euro für so einen Sound aus, Alter. Weißt du, was ich schon für diesen TeamSpeak-Server ausgegeben habe für dich, mein Freund? Das auf ist jeden Fall wichtig. Kann ja? ich versuchen, da vielleicht sowas, also ne, an eine Strecke dran zu kommen, an eine Route dran zu kommen. Okay, das wäre ein Ding.
Ich weiß halt nicht, ob ich für laut drankomme, aber ich weiß, dass ich vielleicht, wahrscheinlich, vielleicht, möglicherweise drankomme. Ich glaube, dass ich drankomme. Sag mal, die Hummeln? Nein. Hä? Wie heißen denn gleich wieder da deine Kerle, Falcons? Die sich machen? Genau, danke, die Falcons. Die Hummeln. die Hummeln. Bambi. Jojo hat Hummeln im Hintern. Ja, das hat sie tatsächlich. Das hat sie. Ich verstehe. Hat sie immer. Ja. Also, was ich sagen wollte, die würden dir Geld abknöpfen, dass die dir sagen, wie du fahren sollst? Weiß ich nicht, aber es ist halt ein Geschäft, ne? Ich sag mal, Geschäftliches und Privates wird halt getrennt. Aber du kriegst keins auf die Fresse, wenn du das machst. Nein! Bist du dir sicher? Hallo? Natürlich nicht, aber die müssen halt die Infos wahrscheinlich auch noch beschaffen. Das ist halt nicht deren Gebiet, ne? Mhm. Aber möglicherweise finden sie jemanden oder haben sie Connections zu jemandem, der das besorgen kann. Habe ich dir eigentlich erzählt, dass mir Vicky erzählt hat, dass dieser Romanov so ein Information Broker ist? Nö. Na, jetzt schon. Okay, Romanov gleich Infobroker. Also das ist, Vicky mag ihn nicht so, aber sie hat halt gesagt, dass der wohl irgendwie mit Informations tradet. Okay. Geht das auch weniger Englisch? Oder bist du da nicht mehr sophisticated genug? Nee, ich muss da meinen Verbal Accent ein bisschen practicen. Das klingt aber scheiße. Das ist ja auch a matter of fact, also das muss ja auch so sein. It shall be written, shall be done. Ich hör's auf, ist ja wirklich nervig, ich geb's ja zu. Nichtsdestotrotz, also da wäre vielleicht auch noch ein Anlaufpunkt, dass wir vielleicht den mal anquatschen. Weiß ich nicht, den kennen wir nicht. Ehrlich gesagt möchte ich den jetzt nicht anquatschen für eine Sache, wo es heißt, wir brechen einfach mal irgendwo ein. Der hat sich doch eh schon nach uns erkundigt, der hat doch jetzt eh schon... Wir sind ihm ja auch voll auf die Pelle gerückt. Na, du bist dem voll auf die Pelle gerückt. Ja. Also bitte? Du hast dich dem erstmal vor die Füße geworfen, hast ihn angebetet. Ja, nur weil ich nicht wusste, dass ich nicht wissen darf, dass er seinen Namen nicht... Ich wusste doch nicht, dass der seinen Namen auf Versteck geschaltet hat. Ja, ich auch nicht, ich hab sie nur gesehen. Ach so. Naja, macht ja nichts, aber wir können ja mal weiter gucken, was wir noch rauskriegen. Weil im Endeffekt... Also, Moment, ich kümmere mich nochmal kurz um die Matrix. Isel... Hm? Du sagst, ich finde den Host von Energia oder nicht? Welchen? Also ich meine, das Zentralregister, sage ich doch mal. Das Zentralregister? Naja, also jetzt fangen wir doch erstmal so an. Die Hauptseite von denen finde ich ja. Das heißt, den Host für die Hauptseite finde ich schon mal. Das heißt, ich müsste rein theoretisch ein Entrance dann auch zum Host rein theoretisch hinbekommen können, oder nicht? Warte mal ganz kurz, bitte. Ich muss nämlich mal gucken, wie groß das Ding war. Also ich werde dir mal kurz verklickern, was ich rauskriege. Ich möchte mal schauen, wie schwer es ist, reinzukommen. Das ist ein A-Konzern, ne? Du, was? Jetzt auf einmal ist es ein A-Konzern? Ach nee, Moment. Der ist ein Forum. Energia ist ein Forum. Fletcher Drone Technology war kein A-Konzern, hast du gesagt. Genau. So rum war es, ja, okay. Ja und? Ich sag dir das nur. Dementsprechend ist der Host halt nicht Billo. Und es gibt nicht nur einen. Es gibt natürlich den für Kundenanfragen und für so ein Shit. Ob das auch der ist, wo alles drinsteht, wo die langfahren, wann die langfahren, wer der Mitarbeiter ist und so, ist eher fraglich. Aber was willst du denn genau rauskriegen? Weil du hattest 4 Erfolge, ich weiß bloß nicht mehr genau, was du wissen willst, vielleicht findest du es auch so. Ich möchte mal den Energie auskundschaften im Endeffekt, wie hoch die Sicherheitstechnologie ist, wer die Sicherheitstechnologie stellt bei denen. Ob das eigengemachte Gebrossels ist oder halt alles so ausloten erstmal. Sie dürfen keine letale Waffengewalt anwenden, solange sie keine Regierungstransporte übernehmen. Das zum einen. Okay. Sicherheitstechnologie unterscheidet sich natürlich stark, ob sie ihren Paketdienst schicken, der bei Lohnsklaven hier den Teppich und das T-Shirt bringt, oder ob sie irgendwas anderes transportieren, ist klar. Ach ja, die machen übrigens auch ÖPVN, ne? Ganz groß, ÖPNV, ÖPNV. Ganz groß. Was ist das denn? Na, öffentlicher Personennahverkehr. Das ist der Monorail-Betreiber und der Metro-Betreiber, Junge. Ach so. Ne, schön, mit denen seid ihr oft schon gefahren. Ist eine gute Fahrt. Na, ich nicht, ich hab einen Bing Bender. Ach so, ne, schade. Hör auf, böses Trolli. Du hast damit angefangen, ja, Kollege. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, böses Trolli. Ach so. Grrr. Worauf wollte ich hinaus? Es ist, woher sie das Zeug kriegen, so gut kennst du dich nicht aus. Es ist,
kann sein, dass sie einfach nur ihr Logo draufkleben und das irgendwoher kaufen. Es kann sein, dass sie es selbst herstellen. Das ist aber eher unwahrscheinlich. Also das sind halt wirklich eher Logistik und ÖPNV ja, und so ein Scheiß. Und da werden sie es womöglich irgendwo kaufen. Aber okay, ich die sind nicht unheimlich, die sind nicht bekannt für, wir haben die knackigste Sicherheit von allen, guckt uns an, wie geil wir sind, aber es ist halt schon relativ variabel, je nachdem, was sie da machen. Ich schaue mich mal in den Data Havens in den umschlägigen Plätzen noch an, ob irgendwelche Informationen über beide Firmen in den Data Havens zu bekommen ist, zu beschaffen ist. Auch über die Punkte, die du jetzt benannt hast. Ja, also alles, was wir bis jetzt drüber gesprochen haben im Endeffekt, also. Ja. Das ist halt sehr weitläufig. Ja, im Endeffekt geht es mir darum, vor allem über diese Energia mehr rauszubekommen in Bezug auf ihr Kurierservice, wo eventuell in diesem Gebiet die Logistik hauptzentral ist, weil irgendwo bekommen die Sachen her, lagern sie dazwischen, haben da ihr Zentralregister und dann fahren sie das Zeug irgendwo hin, je nach Auftrag. Ja, das Lager, also das weißt du auf jeden Fall, die haben ein Zwischenlager für so Lohn- und Sklavenpakete. Im wirtschaftlichen Bereich holen sie es von Lagerhäuser und bringen es dann an Ort B zu jemandem, der es halt dort entgegennimmt und vielleicht noch selbst zwischenlagert. Aber die haben selbst keine großindustriellen Zwischenlager. Das ist auf jeden Fall. Data Haven, lass mich mal kurz was würfeln. Das ist auch sehr geil. Für 100 Ocken kriegst du die Position des Lagerhauses von Fletcher Drone Technology, aber ansonsten Sicherheit. Es gibt halt zum Teil für Geld, zum Teil auch für Preise, die ganz schön krass sind, gibt es von den Läden zum Beispiel Wachpläne und Kamerashit. Es gibt eine Hintertür zu einem der Läden im System. Die ist 9 Monate alt. Nee. Soll aber noch aktiv sein. Und ja, das ist halt das, was es im Wesentlichen gibt. Das ist nicht unheimlich viel, auch einfach, weil das nicht so die unheimlichen Big Player sind. Machen die auch was mit Pelzmode verschicken? Aha. Meinst du Energia? Ja. Zum Teil. Also die fahren auch B, manchmal sogar A-Gebiete an für Kunden und da ist es. Und sie machen auch Modetransporter oder werden schon Pelze dabei sein. Gut zu wissen. Schön. Also Jojo, das ist, was ich hab. Was meinst du? Soll ich mich mal versuchen, da auf einen Host? Also für 100 kriege ich was? Kriege ich die Position von Fletcher Drone Technology, das eine. Also da wird geschrieben, das ist das eine Lager, was sie haben. Geil. Ja. Klar. Ja, okay. Also ich ziehe mir 100 ab, Chefe. Gut. Also ein sozialer Spieler hätte jetzt gesagt, nee, brauchst du bloß 50 abziehen, Düs, ich mach den Rest, aber hast du ja nicht dabei. Jojo zahlt die 100. Die kann auch mal zahlen. Sie hat doch im Moment Geld. Ich hab mir 100 abgezogen. Was ist das Problem, verdammt? Ich wollte nur Jojo dissen, Mann. Du bist ein asoziales Gedöns, Alter. Echt mal. Ich finde das voll geil. Das Kreuz markiert den Schatz wie immer. Oh. Gut. Jojo telefoniert. Warte mal bitte kurz. Ja. Moment, ich muss hier gerade nochmal zurückgehen aufs Co-Sketch. Ah, da ist das. Ja, wenn du wieder aufnahmefähig bist, Esel, ich hätte dann noch eine andere. Ja, ich werde jetzt gleich erstmal das Telefonat machen, warte mal. So. Also du rufst an, Bruderherz. Bruderherz? Yo. Bruderherz, alles klar. Bruderherz geht. Der war irgendwie der Letzte, mit dem sie telefoniert hat, den hat sie gerade als erstes dran. Alles klar. Er geht auch tatsächlich hier ran. Hallo. Ha. Du bist heute kurz angebunden. Nö, ist alles easy. Dann ist ja gut. Du, ich hab eine Frage. Hier, District 11. Also hier, D-City. Kommt man da irgendwie rein, ohne dass man ständig von irgendwelchen Idioten kontrolliert wird? Gibt's da eine Route? Was machst du denn schon wieder? Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Pff, klar. Also, die wird's schon geben. Aber was interessiert mich das? Was weiß ich, hätte ja sein können. Nee, was will ich denn da unten? Weißt du noch diesen... Das ist übrigens kein solider Bro. Der Typ... Warum sagst du das jetzt? Naja, ich fand den nicht solide. Der bietet doch nichts. Nee, ist doch egal, der Typ. Wovon redest du? Der war auf der einen Party vor ein paar Monaten. Der hängt da.
Der hängt doch öfter ab hier, ne? Im Wallpaper hängt er ab. Und warte mal, war das die große Disse oder war das der Metal-Schuppen? Das Wallpaper ist die große Disse. Der hängt öfter mal im Wallpaper ab. Das ist hier der mit dieser Cyborg-Off-Typ. Oh Gott, ja, ich entsinne mich dunkel. Hab doch gesagt, kein solider Bro. Der macht das. Da sind wir uns sogar einig. Den kannst du fragen. Der? Okay, cool. Also er ist eigentlich fast jeden. Ist zumindest jeden Donnerstag und Freitag da, glaube ich. Oder war es jeden Freitag grad? Und Samstag? Was für ein Wochentag ist denn gerade? Ja, das fragst du jeden Tag. Mittwoch, glaube ich. Warte mal. Alter, Mittwoch. Du rufst an, da steht rechts unten Uhrzeit, Datum, Wochentag. Ach, stimmt. Wetter. Cool. Mann. Sie weiß halt einfach nicht, wie man einen fucking Comlink bedient. Das ist halt ihre Schuld. Natürlich Alter. Weiß ich, wie man einen fucking Comlink bedient. Dreht sie sich gerade zu Billy um. Das merkt man aber nicht. Denn, wer labert? Mann, wenn du mich anrufst, dann hast du mich, dann bin ich das Paket, dann bin ich der Typ, mit dem du umgehst, und da hast du keine Ablenkung. Haben wir uns verstanden? Gut. Wenn mich Leute komisch von der Seite anquatschen, dann habe ich Ablenkung, aber... Das kam direkt über deinen Comlink rein, Schätzelein. Nee, kannst du nicht. Mir ist nämlich aufgefallen, wenn du dich rebootest, verlierst du deine Marks. Habe ich bloß bis jetzt immer vergessen, du hast keinen Mark mehr auf Jojos Comlink. Fuck! What? Okay, cool. Danke auf jeden Fall. Na, gut. Also den kannst du fragen. Ich habe seinen Namen, aber wusste ich, meine, den erkennt man ja. Ja, ich glaube, den finde ich wieder. Sichi. Oh, Wallpaper. Oh, schrecklicher Laden, ja. Ja, und den kannst du halt fragen, der wird das schon wissen. Gut, dann... Aber du weißt schon, dass da drin halt, ne? Was? Naja, wenn du einmal drin bist, da gibt's schon ab und zu irgendwie Leute, die sagen, was machst du denn hier? Wenn du da sagst, ein bisschen rumpimmeln, finden die nicht geil. Hä? Wenn du im Distrikt 11 bist. Ach so, das meinst du. Ja, weiß ich doch. Alles klar. Das ist mir voll und ganz bewusst. Was meinst du, warum ich dich anrufe, Mensch? Damit, nee, du fragst mich, wie du reinkommst und nicht, was drin ist. Deswegen, und weil, ne? Ja, nee, das, was drin ist, weiß ich. Aber da habe ich zumindest die Hoffnung, dass ich da eher noch drum rumkomme. Oder mir einfach mal eine gute Ausrede ausdenken muss. Ha, weshalb ich da bin. Ha? Klar. Egal. Ich will dich damit jetzt auch nicht weiter behelligen. Du klingst schon wieder genervt. Geht. Gut. Dann lass mal deine Olle nicht so lange warten. Wir sehen uns. Alles frisch, lass hängen, ne? Gut. Tschüssi. Piep, piep. So. Ich hab vielleicht zumindest wen, den wir fragen können. Dafür müssen wir mal ins Wallpaper. Müssen wir echt? Ja, dafür müssen wir ins Wallpaper. Oder ich, auch oder beide, oder wir beide eigentlich, oder? Wir beide. Naja, dann du fragst ja jetzt quasi schon implizierend, ob ich da nicht mit hingehe. Ja, ich mag den Laden eigentlich gar nicht so sehr, nee, aber. Nee, ich auch nicht. Okay, gut. Da sind wir wenigstens mal einer Meinung. Mal? Da, was Läden angeht, ja. Aber da ist es sogar ein Laden, wo ich eigentlich immer nur dann lande, wenn ich so sturzbesoffen bin, dass ich nicht mehr weiß, wo ich mich umtreibe. Also trinken wir jetzt einen. Nein, ich mach nicht. Bevor wir da hingehen, ja. Ich jetzt gerade, weil... Ich weiß nicht, wann hat mich überhaupt angerufen. Nachmittag. Ja, trinkt jetzt, da habt ihr auch abends noch was davon. Das ist eigentlich ein Wochentag. Speed und Ephedrin. Mittwoch. Ach ja. Hat er doch gerade eben gesagt, meine Herren, ey. Ich glaube, Jojo ist nicht mehr in der Lage, irgendwas zu tun. Die ist raus. Ich glaube, Flummi hat nicht mehr. Die ist raus. Was? Hallo? Keine Ahnung. Bis raus. Hallo? Ey, ihr habt mich in der letzten Folge schon rausgeschmissen. Dann seid ihr auf Knien angekrochen gekommen, weil es so langweilig war ohne mich. Also, ich erinnere mich, dass du auf Knien ankamst. Und ich erinnere mich, dass du dann in dich zusammengesackt bist und sagtest, oh Gott, komm wieder! Schalt das nicht aus mit dem Düse allein. Das habe ich wörtlich genommen und jetzt bin ich wieder in eurer Runde. Okay, ich finde das nicht witzig gerade. Das ist auch nicht witzig, ich weiß auch nicht, was sie will. Ich auch nicht. Aufs Maul vermutlich. Bezahlten Sex. Aber nur, wenn du richtig zuschlägst. Psi. Und nicht wieder wie so ein Mädchen. Also. Also. Gut, dann müssen wir morgen ins Wallpaper. Also vielleicht Donnerstag, Freitag oder Samstag. Das heißt, wir müssen gegebenenfalls sogar 3 Tage dahin. Super. Ja, klasse. Da stehe ich ja total drauf. Ich auch, aber meine Güte, es ist halt eine Möglichkeit. Wenn dir was Besseres einfällt, nehme ich auch die andere Möglichkeit. Aber es ist halt eine Möglichkeit.
Ich weiß zwar noch nicht, was wir dafür tun müssen, und wenn ich ans Wallpaper denke, will ich es, glaube ich, auch nicht so genau wissen, aber... Man denke sich hier bitte 70er-Jahre-Pornomusik. Also basslastig. Oh ja, oh, das war jetzt aber schon ein bisschen geil. Jetzt kriegt man YouTube-Strike. Haben wir schon zwei. Nein, das waren keine Strikes. Nee, waren es auch nicht. Es waren nur Disputes. Also, wie geht's weiter? Du willst da echt hin? Also heute Abend? Nee, heute Abend nicht, morgen. Donnerstag, ach so, morgen. Freitag oder Samstag. Wie kriegen wir denn raus, ob der da ist? Wie finden wir den? Indem wir da hingehen. Okay. Das ist halt so ein Cyber-Goth-Typ irgendwie. Cyber-Goth? Ja, ich hab den mal auf ein, zwei Feten gesehen. Irgendwie schmieriger Kerl. Eigentlich finde ich den ein bisschen, weiß ich nicht. Also, ich meine, der ist so vom Verhalten her irgendwie so ein bisschen schmierig. Weiß auch nicht. Okay. Weiß ich nicht, ich mochte den nicht. Wie heißt er denn, Deka Schemme? Hä? Ach so, keine Ahnung, wie der heißt. Weiß ich nicht. Ich habe nur mal kurz mit dem geredet, also, oder er hat kurz mit mir geredet, das weiß ich nicht mehr so genau. Das, ja, weil du wieder packdicht warst. Es ist alles ein bisschen verschwommen. Okay. Ja, es könnte sein, dass ich hackedicht war. Ey, du hast ja gesagt, du bist in dem Laden, nur wenn du hackedicht bist. Ja, nee, ich habe ihn aber auch nicht im Wallpaper gesehen, da bin ich einfach viel zu selten, aber ich habe den mal auf einer Fete gesehen. Hm. Und wie hängt er mit den Falken zusammen? Ich glaube nur mal ab und zu auf einer Fete, also sonst weiß ich zumindest von nichts. Aha, also okay. Also, wenn dann locker. Keine Geschäftsbeziehung mit denen. Wenn, wie gesagt, locker. Okay. Nichts. Er hängt folgendermaßen mit denen zusammen. Du hast mir jetzt in den Mund gelegt, dass er schmierig ist, und er ist halt ein Elf, deswegen ist er denen aufgefallen. Oh. Die wissen ungefähr, was der macht so. Aber die haben gar keinen geschäftlichen Kontakt, weil dreckige Langohren, Alter, pfui. Außer Billy, ja. Die ist cool. Ja, Billy ist ja auch kein dreckiges Langohr. Billy ist einfach nur sehr geil. Ja. Hör auf einzuschleimen, mir ist das schon schlecht. Das hat Alex schon festgestellt. Du bist nicht zufrieden, wenn ich dich runtermache. Du bist nicht zufrieden, wenn ich mich einschleime. Ey, Weiber, oder? Weiber. Was sagst du da nicht? Ich kann das nämlich schön selbst machen, ihr Kollege. Aber nicht an den Stellen, wo ich's will. Also, macht wider. Gut, also, dann gehen wir ins Wallpaper. Yay, Party! Oh Gott, da können wir wirklich nur betrunken hin. Naja, so halbwegs betrunken, sodass wir noch klarkommen. Aber irgendwie ganz nüchtern kann man es da nicht aushalten. Nee, ich weiß ja nicht. Was denn? Irgendwie riecht das nach Ärger, oder? Wieso riecht das nach Ärger? Ich hatte im Wallpaper nur einmal Ärger, und das war, weil irgendwie... Du jemandem auf den Tisch gekotzt hast. Ja. Weil ich jemandem auf den Tisch gekotzt habe. Und warum kotzt du jemanden auf den Tisch? Na, weil ich zu viel gesoffen hatte und es bis zum Klo zu weit war. Weißt du, du erzählst mir Stories, dass du irgendwelchen Leuten auf den Kotzen irgendwelchen Dissen, aber wenn ich mit dir einen Bossfight machen will, dann sagst du, nee, lass mal. Das ist schon auffällig, ne, Schwester? Na, da war ich noch jünger. Was warst du da, 12 schon... oder was? Nee, 17. Warst du da schon in Moskau? Ja, da war ich schon in Moskau. Ich bin mit 15 nach Moskau gekommen. Was gibt's nicht Schöneres zu tun, als mal jemand einfach auf den Tisch zu kotzen? Das dachte ich mir in dem Moment auch, vor allen Dingen, weil es fürchterlich erleichternd war. Die am Tisch saßen, dachten sich das nicht. Die sind aufgesprungen und haben rumgekreischt, zumindest die beiden Mädels. Was auch daran liegen könnte, dass ich einer von dem fast quasi auf den Schoß gekotzt habe, weil ich nur halb auf den Tisch kotzen konnte, weil ich irgendwie schon ein bisschen komisch gelaufen bin, glaube ich. So genau weiß ich das nicht mehr. Und weil du klein bist. Und weil ich klein bin, genau. Deswegen habe ich den Tisch nur so halb getroffen. Und ich glaube, ich habe auch irgendein Weib getroffen. Aber das ist schon eine Weile her. Hört jedenfalls sehr abenteuerlich an. Das ist schon 6 Jahre her, ich bitte dich. Bitte mich doch. Bitte, bitte, bitte. Bitte schlag mich nicht und kratz mich nicht und beiß mich auch nicht. Es kommt übrigens erschwerend hinzu, dass du Spinat-Soy hattest, also dass so aussieht und so schmeckt und so, also ein bisschen so schmeckt und auf jeden Fall die Konsistenz hat, auch so faserig ist, und der das in den Ausschnitt gereiert hast, der
so beschaffen war, dass es ihr direkt quasi in den BH lief. Das war über den Bauchnabel. Über den Bauchnabel und auch so eine Ladung. Und nee. Aber das war erst der zweite Schwall. Das war der zweite. Das war nicht schön. Der erste war ja nur Bier. Richtig. Und dann kam das halb verdaut. Der erste war nur Schaum, weißt du? Schaum durch die Nase gekotzt. Dann kam das halb verdaut Essen. Und vor allem, dann hat sie auch noch 3 Tage danach, hat sie so in der Nase beim Atmen immer so diesen Spinatfetzen gehabt, den okay, sie rausgekriegt. Aber auch nicht. Der Spieler, der spricht aus Erfahrung. Ja, ich glaube auch. Das hört sich jetzt schon so nach Erfahrung, nach Eigenerfahrung an gerade. Ja, bevor ich mich jetzt aus der VR rausbewege, hör mal, und du mir jetzt weitere Anekdoten aus deinem Leben erzählst, soll ich mal versuchen, ob ich bei denen auf den Host draufkomme oder soll man es für später aufheben? Na, lass doch erstmal, also du kannst das prinzipiell klar versuchen, aber ansonsten können wir uns das auch für später aufheben. Wir müssen eher alles versuchen, was wir kriegen können. Fällt mir mal so gerade ein. Vielleicht sollten wir auch mal versuchen, weißt du, wann die immer ihre Lieferungen bekommen? Das ist ja genau das, was ich rauskriegen will. Wir haben noch gar keine Informationen, nur dass jetzt da, die Daten habe ich nicht bekommen, wer da wann was liefert, wohin. Dann versuchen wir jetzt rauszukriegen, was wir rauskriegen können. Ja, dann sollte ich da versuchen, auf den Host zu kommen. Ja. Wir haben ja jetzt noch Zeit. Ich meine, ich kann jetzt auch nach Hause und mich da gemütlich hinsetzen, da habe ich doch eine bessere Anbindung und dann kann ich auch versuchen, da mich einzuwählen. Das kannst du tun. Soll ich? Mach das. Na dann. Klingt das nach einem Plan. Dann gehen wir morgen Abend, gehen wir dann da ins... Wallpaper. Oh. Krauselpaper. Ja, naja gut, ich meine, der Vorteil ist, da sind so viele Leute, dass es einfach mal nicht so extrem auffällt. Also da kann man super in der Menge verschwinden, das ist der Riesenvorteil. Der Riesennachteil an dem Laden ist, dass man auf seine Drinks aufpassen muss. Wieso? Na... Also, weil ich glaube, zumindest habe ich öfter mal mitgekriegt, beziehungsweise eher weniger mitgekriegt als gehört, dass da irgendwelchen Leuten einfach mal irgendwas in die Drinks geschmissen wird, aber... Ist doch voll gut, Alter! Gratis Drogen! Ja, ich glaube, das ist die Art von gratis Drogen, die man nicht so ohne weiteres haben will. White Russian, jetzt bitte noch mehr Date-Rape. Ja. Um das Ganze mal interessant zu machen. Da wären wir dann wieder bei dem Ansatz vom Spieler, das beim letzten Mal... Siehst du, in Japan würde man sowas dann mal als Fanservice bezeichnen. Nee. Aber nur, wenn du Monster dann auch irgendwie einbaust. Also wir haben eine Technomancerin Tentakel, sind kein Problem. Richtig. Wieso kann eine Technomancerin... Magierin. Wieso sind denn Tentakel bei einer Technomancerin kein Problem, bitte? VRAR-Tentakel, kein Ding. Ja, aber die können doch nicht wirklich penetrieren, das ist doch langweilig. Na, in der VR fühlt sich das genau so an. Aber hallo. Ach, das ist doch schwul. Ich möchte hier dann wirklich, wenn dann Ass rapen, Alter. Mit so einem pumpenden Tentakel-Penis. Ja, natürlich. Gut. Ich möchte dann wirklich Ass rapen, habe ich gesagt, ne? Na, das ist doch schwul. Wenn, dann möchte ich wirklich Ass rapen werden. Yep. Nein, ich möchte wirklich Ass rapen, habe ich gesagt. Ach so, wenn ich die Technomancerin bin, dann werde ich mich ja nicht mit den Tentakeln selbst ass-rapen in VR. Das kann ich auch machen, ohne dass ich da irgendwie mir vorher was einfahre, wenn ich da drauf stehen sollte. Ich finde tatsächlich die Wendung, die das hier gerade nimmt, ein bisschen bedenklich. Wieso? Also Rape ist sehr spaßig. Ach, heul nicht rum. Echt, jetzt müssen wir den wieder rausschneiden, das hat er. Nur was irgendwas mit Vergewaltigung einbringen. Ihr dürft das. Weißt du was? Fick dich! Fick! Komm, wir machen die Runde ohne den. Ja, ich glaube auch. Das habt ihr schon so oft gesagt, Leute. Was Neues? Wir ass-rapen den Spielleiter. Habt ihr auch schon so oft? Bei der Tischrunde. Ich in den Mund und du von hinten schön mit dem Pferdetildo. Ja, ich tunke den Dildo vorher in Mehl. Sehr geil. Warum denn in Mehl? Damit so richtig schön kratzt. Da kannst du auch nicht flutscht. Da kannst du auch Schmirgelpapier dran machen. Das kann ich auch machen. Es soll nur einfach nur flutschen. An der Rosette bleibt nie wieder was hängen. Warum haben wir so viel Off-Topic-Talk today? Kommt zum Punkt. Ich werde jetzt mich verabscheuen von der Jojo. Also Billy verabscheut sich von Jojo. Wird sich in den Pink Panther begeben. Ihre Zeremonie vorbereiten. Und dann wird sie zu Hause... nachdem sich ein Japano-Rapist-Born angeschaut hat, wird sie sich dann an diesen Host heranmachen. Warte.
Ich könnte mir auch noch vorher einen Sprite dafür kompilieren, der mir dabei hilft. Der Host ist übrigens eine megamäßig fette Bibliothek inklusive Bibliothekar und fliegenden und sprechenden Büchern. Oh Gott, jetzt muss ich mir wieder was einfallen lassen, ha? Das willst du doch jetzt hören, oder? Pff, nö, kriegst nur Büffel abgezogen, wenn nicht. Nein, würde ich nie machen, ich gebe mir dann einfach Bonuswürfe. Ich kompiliere einen Sprite, und zwar einen Bücherwurm-Sprite, mein Freund, der fliegen kann. Ein Pegasus Einhorn kotzenden Regenbogen bücherfressenden Buchwurm. Das ist jetzt schon ein bisschen sehr weit hergeholt, oder? Finde ich prinzipiell nicht, kommt drauf an, was der machen soll. Also ich finde das schon okay. Aber warte, der soll mir, also ich denke mal, die Bücher beschützen den Host, oder? Was haben die Bücher in dieser Bibliothek zu tun? Dürst, du hast gerade nicht gesagt, gehört, dass ich gesagt habe, warte mal kurz, ich muss mal kurz eine Minute weg. Echt jetzt? Warum das denn? Muss er wieder Schutzgeld eintreiben? Diese alte Lude. So, also, ich wollte dich fragen, liebster Spielleiter, und ich meine das tatsächlich, liebster Spielleiter, die Bücher in dieser Bibliothek, sind die beschützenden Elemente, also die, die durch ich hindurch muss, oder sind das die Bücher, die ich quasi... Die Bücher sind quasi die ganzen Daten. Und Bücher, die vom Bibliothekar verlegt werden, sind dann quasi Daten, die gerade bearbeitet werden oder sowas in der Richtung halt. Okay. Es gibt auch einen Bibliothekar, der halt ein Auge drauf hat, dass keiner irgendwie was trinkt in der Bibliothek. Das ist ja auch ganz wichtig, dass da oder immer spricht. Alles wieder ordnungsgemäß verstaut wird, dass der Bibliotheksausweis nicht abgelaufen ist. Das geht nicht. Und die Das beschützende Element ist halt zum einen, also das ist natürlich so eine vertrocknete Schachtel, ne? So mit einer dicken Hornbrille, zugeknöpft bis oben hin. Und das andere beschützende Element ist halt einfach die Mauer von der Bibliothek. Und die Mauer besteht aus was? Das ist die Firewall, also. Nein, aus was besteht die denn? Ist das Backstein oder sind das Bücher? Oder Reis? Oder? Ach so, ja, Reis ist einfach Backstein. Also ist so ein schöner Altbaubibliotheksgedöns. Gedöns. Also muss ich die Mauer einreißen, um meinen Sprite da rein zu platzieren. Na, Mauer einreißen klingt auf jeden Fall ziemlich nach Brute Force. Nein, dann wird, damit es nicht nach nach Brute Force klingt, wird Billy den Kit aus den Mauergesteinen herauskratzen, mit einem Bob der Baumeister-Uniform und einer Spachtel bewaffnet, den Grind unter der Vorhaut nicht, sondern den Speis aus den Fugen herauskratzen. Um Backstein für Backstein, also 2-3 Backsteine herauszunehmen und dann den Sprite durch dieses öffnende lückenhafte Lücke hindurch zu kompilieren in die Bibliothek rein, um dann dort mein Werk zu verbringen. Du kannst den Sprite nur dort kompilieren, wo du selbst Zugang hast. Und der kann auch nur dorthin gehen, wo du Zugang hast. Oder es ist ein Ferndienst, dann verbraucht es halt alle Dienste auf einmal, bis die Aufgabe vollendet ist. Moment. Also solange du keinen Zugriff auf den Host hast, kannst du den da nicht reinkompilieren. Hallo, Kollege, hörst du mir überhaupt zu? Nee. Ja, das merke ich auch gerade. Ich hab so verstanden, dass du den dort reinkompilieren willst, aber du bist da ja nicht drin, bist du ja nicht. Ja doch, die Backsteine, die ich rausnehme, habe ich doch gesagt, die zählen doch als wäre ich drin. Das heißt, um das mal ein bisschen jetzt zu organisieren, du machst dir erstmal einen Mark da drauf, sagst du. Ja, richtig. Ich möchte einen Mark haben auf dem Entrance. Gut, dann mach mal hier deinen Wurf -2. Wieso -2? +0, -0. Na, weil -2 für Schleichmodus und +2 wegen Matrix. Ich mache das zu häufig mittlerweile. Ich finde das sehr schön. Doch, ich habe das angeleiert, dass du das machst. Also, Cracking Simmer, ne? Jo, Simmer. Sich doch. Gut, Logik und Hacking. 4 und 4. So, jetzt hoffe ich mal, dass das so wird. 3 Erfolge gebe ich dir. Wah, 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 wah. Du musst mir jetzt schon erklären, ob das wah, 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 wah für mich war oder für dich war. Ja, ich habe kurz überlegt, wie ich es jetzt umsetze. Als du da rummürtelst, fällt leider, das ist halt ein Altbau, ne? Fällt einer der Backsteine nach innen runter, richtig lautes Pladauns halt durch die ganze Bibliothek und du bist voller Staub und Mürtelshit von dem Mauerwerk, obwohl das halt wirklich nur ein kleiner Stein war, bist du voll
Das entspricht 3 Marks, die der Host jetzt auf dir hat. Und? Willst du mich verarschen oder was? Nee, ich hatte nur 4 Erfolge. Und ich würfel in letzter Zeit jetzt doch wieder sehr gut. Und die verknitterte Bibliothekarin rennt natürlich wild umher und versucht, den Grund dieses Lärms zu finden. Da der Host 3 Marks auf dir hat, hat sie dich sofort entdeckt. Ich greife den Host an. Also die Bibliothekarin. Okay. Also Electronic Warfare. Nee, das ist Cybercombat. Ach, Cybercombat, ist egal, ja, weil du dieses gleiche Würfelanze hast. Willst du deinen Schleichmodus beenden, dann hast du keine minus 2. Dann hast du nämlich plus 2. Also wo macht denn bitte jetzt noch Sinn, Schleichfahrt zu benutzen? Weiß ich nicht. Ich bin ja nett und sag's dir. Friss 3 Erfolge. Ich fresse 3 Erfolge, warte. Wie machst du die kaputt? Die Bibliothekarin, ich reiße ihren Dutt auf. Ja? Ja. Und nehme die Haarnadel, steck sie ihr in den Fuß rein und als sie den Mund aufmacht, stecke ich ihr ihre Haare, die sich jetzt aus dem Dutt gelöst haben, in den Mund. Das ist übelst cool. Dabei machst du natürlich deinen Arm fast tentakelmäßig, ganz dünn, damit du durch die Mauer kommst. Das muss ja irgendwie, ne? Also, irgendwie muss er durch die Mauer, du kriegst noch, was du hast. Muss er jetzt wirklich Tentakel haben? Nee, muss nicht, du kannst auch. Nee, natürlich geil. Macht er das. Ich finde das auch natürlich sehr cool und das hat zur Folge, dass das IC, was die Dame darstellt, direkt abstürzt. Der Host wiederum reagiert folgendermaßen. Lade IC. Das ist nicht die Frau, sondern das ist, lass mich kurz überlegen. In der Bibliothek. Es ist ein Golem aus Papier, der da irgendwie, also die Bücher reißen, flattern so ein bisschen umher und reißen sich allen Seiten aus und da entsteht quasi ein Gebilde, was ein bisschen über Manns hoch ist, vollkommen aus scharfkantigem Papier beschrieben und was weiß ich, aber ohne Augen, was da jetzt bösartig umherglotzt. Der wird halt noch geladen, der kann noch nichts machen. Und du bist dran. Ich muss gerade eben mich sammeln. Ja, bitte. Den Resonanzspike hatte mal gesagt, hat man zu krass benutzt das letzte Mal, oder? Ich habe den so gelassen. Der ist in Ordnung so. Aber okay, der nützt dir jetzt nicht mehr so viel, weil jetzt kannst du es auch einfach mit deinem normalen Cybercombat machen, weil der Resonanzspike, der ist halt der Vorteil, dass du nicht entdeckt wirst. Da du entdeckt worden bist, ist es egal. Auch wieder wahr. Ja, dann pass auf. Und zwar formt aus dem Code der Matrix, der in der Bibliothek herumschwirrt und unterhalb des Bibliothekbodens versteckt war, also unter dem Bibliothekboden gelaufen ist, formt Billy ihren Arm mit diesem Code an zu Bücherwürmern, also papierfressenden Bücherwürmern. Und der Ganze muss sich das vorstellen wie in Akira quasi, wo der Arm so anfängt zu pulsieren und zu wuppern. Voll mit Bücherwürmern und dieser Schuss geht dann in die Richtung von diesem sich formenden Golem und dieser Strahl von Bücherwürmern geht dann, wie gesagt, in die Richtung des Golems nochmal gesagt, damit es einfach nur toller klingt nochmal. Und deswegen gibt es hier für dich 5 Erfolge. Was, du hast 5 Erfolge gewürfelt? Ich habe gerade eben 5 Erfolge gewürfelt. Alter Falter, und das steht im TS. Ja, ich hab's gerade gesehen. Dein Limit ist Charisma und damit 6 und damit irrelevant. Yep. Okay. Das sind also. Damit nicht erreicht. Okay. Die Würmer beginnen, den Golem zu zerfressen und er windet sich doch irgendwo in akkuratem Schmerz. Ja, ja. Schreien kann man nicht hören, aber das. Ja, halt das Zerfallen von Papier. Er ist allerdings noch nicht vollständig ausgelöscht. Da er da 3 Marks auf dir hat, wird er jetzt ebenfalls versuchen, dich zu attackieren. Er löst sich in die Moment, einzelnen. Moment, der hat eine bessere Initiative als ich, wenn man jetzt. Wieso, der war doch nach dir dran? Matrix Int 8 plus 4 W6. Jetzt muss der erstmal eine bessere Initiative haben als ich, oder? Willst du Initiative würfeln? Der Typ hat nämlich Data Processing viel, weißt du. Es ist ein Host, der auf Data Processing ausgelegt ist. Was hast du denn gedacht? Okay, keine Ahnung. Die ganzen Seiten. Spalt, also fliegen so auseinander, fliegen durch den Spalt durch, den du quasi in deiner Aktion gerissen hast, formen sich vor dir, machen sich wieder zum Golem, der halt doch schon angefressen ist und so Papierschnitte tun weh. Das heißt, er versucht dich einfach nur an sich zu drücken und zu umarmen. Ich möchte bitte Zeigefinger und ja. Ja, genau da, aber auch am Rest des Körpers. Ich möchte bitte erst eine Probe auf Intuition und Firewall. Welche Firewall? Meine eigene?
Also 8. Plus, minus, nix. Hm. Und 4 Erfolge, mein Freund. Finde ich nicht gut. Finde ich echt nicht gut. Ist eigentlich schon ziemlich geil. Er springt, also er ist halt ziemlich groß und du bist halt total sneaky und springst unter seinen Beinen durch. Also ist schon in Ordnung. Yay! Also ich habe jetzt dann wieder eine Attacke, oder was? Hm? Ja, Moment. Da der Erdgolem jetzt angefressen ist und die Bücherwürmer wahrscheinlich schon bei ihm sind, wird Flimflamflunkel Billy eine kleine Flamme entzünden. Papier und Feuer, habe ich mal gehört, sind nicht so die besten Freunde. Geil. Und deswegen nimmt jetzt Billy eine kleine Flamme auf der Hand und pustet sie so wie eine Blüte in seine Richtung. Und macht nochmal 2 Erfolge damit. Sekunde. Die kleine Flamme führt dazu, dass das Ding in Sekundenschnelle in ein tanzendes Papierlagerfeuer sich verwandelt und einfach nur in die Luft stäubt. Machen bitte Matrix-Wahrnehmung. Oh. Moment, das war, was hat man gesagt? Das war Logik, nee, Intuition und Intuition plus Computer plus 2. Intuition plus Computer plus 9. Ach nee, VR plus 4 sogar. Oh. Dann gebe ich dir 4 Erfolge. Awesome. Punkt 1. Die Bibliothek ist in Aufruhr. Was ist die sinnvollste Sache, nachdem das IC abgestürzt ist? Lade IC neu. Du hast irgendwie jetzt ein paar Sekunden, um was zu machen, aber es wird definitiv neu geladen werden. Punkt 2. Dein Overwatch-Score, das kannst du natürlich so nicht sehen, aber das weißt du ja, der wächst rapide. Jo. Gut, das wollte ich dir nur sagen. Du kannst jetzt was machen. Du bist jetzt nicht im Kampf direkt. Ich kompiliere. Gut. Und zwar? Ein Sprite. Ja. Und zwar ein Sprite in Form eines Bibliothekars. Okay. Ein bibliothekarischer Sprite, der eine Stufe von 5 haben soll. Hm. Und dieser Sprite soll sich perfekt in die Bibliothek mit einschmiegen, als wäre er ein Teil davon. Das ist die Idee. Er wird also quasi der Ehemann der Bibliothekarin sein. Also sprich, der Abzug, wie aus dem Gesicht geschnitten mit Papier, soll der aussehen. Und dieser Bibliothekar wird quasi sich umgehend dann an die Suche nach den entsprechenden Daten über unsere Freunde von Fletcher machen. Dir ist klar, dass der Sprite auch keinen Mark hat und deswegen sich erst noch einen Mark besorgen muss, ne? Moment, ich habe keinen Mark bekommen? Nee, du hast ja versagt, deswegen wurdest du ja entdeckt. Das heißt, ich sollte mir erstmal noch Marks holen. Du stehst vor der Tür, wirst vermöbelt, also okay, wirst gerade noch nicht vermöbelt, aber und kommst nicht rein. Muss ich mir erstmal einen Mark holen. Dann hack ich ja nochmal. Gut. Dann, jo, hack ich. Also 8. Du musst es leider Brute forcen, weil du ja deinen Schleicher nicht mehr anhast. Ja, nichtsdestotrotz sind es. Dann sind es 10. Weil, ne? Nicht mehr schleichen. Also 5 Erfolge jetzt nochmal deine Richtung. Alter. Yo, du brichst nämlich an einfach das Loch weiter auf, was du schon geschaffen hattest, ne? Mit dem Vorschlaghammer, mein Freund. Mit dem Vorschlaghammer, weißt du, Billy mit einem Vorschlaghammer, ich verstehe. Moment, das ist ein elektronischer Vorschlaghammer, à la Flummi wäre stolz auf Billy. Also sprichst du, wie heißt denn das gleich wieder? Moment, Presslufthammer, genau. Pressluft. Oh, Moment, es gibt I auch came in like a racket ball. Oh, Alter. Alter, Karma-Abzug. Das war's mir wert. Alter. Ich sag, Billy sitzt auf der Einrissbirne und singt I came in like a racket ball. Schlägt die Mann zusammen von der Bibliothek. Das Mädel ist so sneaky, Baby. Herzlich willkommen, du hast einen Mark auf dem Knoten und den Hass des Spielleiters auf deiner Seite. Geil, endlich. Okay. Es tut mir leid. Es ist, tut's ja. Mir nicht, aber egal. Du bist drin. schon gut, Alter. Der Host hat inzwischen seinen Golem neu geladen, seinen Papiergolem. Aber du kannst noch was machen, weil der noch nicht ganz bereit ist.
Ich kann es aber registrieren. Ja, du kannst registrieren. Was? Ach, ich wollte also brauche ich mehr als 2 Marks noch? Also brauche ich mehr als 1 Mark? Nee, für eine Datensuche nicht. Das erste Sprite kann dann eigentlich den Rest selbst, wenn er nicht entdeckt wird. Okay. Ich nehme an, es soll ein Infiltrator-Sprite sein, ha? Ja, wäre eigentlich sinnvoll an der Stelle. Na, mir kam in den Sinn Daten oder Infiltrator-Sprite, aber der Infiltrator-Sprite ist halt leise. Ja, aber ich dachte eher schon eigentlich an Datensprite von so, weil Bibliothek und wir suchen ja Daten. Okay. Eigentlich ist es eher ein Datensprite, der alles durchsuchen muss. Alles klar. Gut, ne, dann kompiliere ich jetzt 5, auf... hast du gesagt. Ja, ich gehe mal richtig auf die Vollen hier. Ich gehe mal auf fast doppelte Resonanz. Das gibt heftigen Entzug, ne? Oh, ja, körperlich dann sogar. Also kompilieren Resonanz war 3 plus 3, ne? Jo, 6. Das sind 3 Erfolge nochmal hinterher. Aber 3 Einser auch. Also ist es ein Botscher. Möchtest du es zu einem Nichterfolg machen oder möchtest du den Patzer lassen? Ich muss einen Edge benutzen, wenn ich den... Ja, und dann ist es trotzdem ein Nichterfolg, denk dran. Darf ich die Einser nicht nachwürfeln? Nee. Bei dem Patzer doch nicht, nee. Wo kommen wir da hin? Da wäre ja Flumi nie abgestürzt beim Klettern. Auch wieder wahr. Also sie hat sich doch den Kopf gestoßen. Ja. Ja, ficken Scheiß. Ja, ich möchte... Ja, was wäre denn der Patzer? Witzig, ich patz mal. 3 Erfolge, das könnte aber auch schlimm werden, Alter, mit einem registrierten, mit einem kompilierten Sprite mit auf Stufe 5. Ich glaube, ich nehme einen Edge. Hätte ich dir auch empfohlen. Aber hättest du nicht gesagt. Ich habe jetzt doch mal lieber einen Edge genommen. Hau nochmal kurz deinen Schadenswiderstand rein und dann. Moment, ich muss mir erstmal aufschreiben, dass ich einen Edge verbraten habe gerade. Und meinen Schadenswiderstand wolltest du haben mit Willenskraft und Charisma. Oder war es Resonanz und Charisma? Nee, ich sag Willenskraft und Charisma. Wille und Kari 10. Mach mal jetzt keine 6er-Folge, das fände ich nicht cool. Wie wär's denn mit 4? Wie wär's denn mit 4? Das finde ich gut. Warte, kurz rechnen. Sehr schön. Kurz schreiben. Der Sprite erscheint, sieht, dass du seine Frau umgelegt hast. Und jetzt auch noch die Frechheit besitzt, ihn irgendwie um Hilfe zu bitten. Weißt du, in eine Bibliothek, ihn, der die Bibliotheken verwaltet. Und du kommst hin, reißt die Bibliothek kaputt, seinen Lebensraum, an anderer Stelle, aber seinen verdammten Lebensraum, killst die Alte und den Typen, der darauf aufpasst, dass der Alten nichts passiert. Das ist im Wesentlichen das. Und dann Moment, ich hab die Alte nicht gekillt. Du hast sie doch gedatter Spiked. Natürlich. Du hast sie gedatter Spiked, Alter. Naja, du sofort weg. Mit Dutz? Ja. Okay, wie dem auch sei, auf jeden Fall, ja. Das heißt, der Typ kommt an und poliert dir einfach die Fresse und haut dir die Kasse nach hinten. Und das ist nicht schön, das ist sogar sehr schmerzhaft. Und du darfst dir ab jetzt einen -1 Modifikator auf die Fahnen schreiben. Also 3 physisch? Ich sag dir nicht, wie viel -1. Aha. Aber physisch, ne? Physisch auf jeden Fall, ja. Ist tatsächlich nicht so geil. Punkt 2. Jetzt hat ja wenigstens nochmal der andere hier, der Golem, eine Chance, dich fett zu verdreschen. Und genau das wird er jetzt nochmal probieren. Das heißt, wir werden jetzt nochmal kurz die Würfel-OG machen. Ich glaube, ich werde nie wieder sowas machen. Mach ihn. Was muss ich widerstehen? Erstmal mit Intuition. Nein, warte. Intuition, Fireball. Kein Erfolg. Jetzt kriege ich die Hucke voll, Alter. Kein Erfolg, dann nochmal Schaden hier schon. Keine Erfolg und Willenskraft, bitte. Was, glaube ich, 8 Würfel sein müssen. Ah, Moment, ich hab jetzt nur 8 gewürfelt anstatt von 10. Ja, was auch -1. Jo, dann wären es 9 trotzdem noch gewesen. Ja, dann würfelst du den einen noch nach. Jo, nee, ich mache jetzt einfach nur, ich hab nur einen Erfolge, fertig. Gut, finde ich noch. Dann habe ich jetzt nochmal 3 Erfolge hinterher. Gut, warte. Papierschnitte überall, es ist unschön, es ist schmerzhaft, es ist nicht so fies wie beim Sprite, weil es sich nicht so durch die Resonanz direkt in deinen Körper reinwurstet. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr ungeil. Ja, aber es haut dich nicht aus der Matrix. Weißt du, was dich aus der Matrix haut? Nein. Der Typ, der neben dir auftaucht. Es handelt sich um das langweiligste Icon, was du je gesehen hast. Es ist einfach so ein Smith-ähnlicher Agent. Das sind die Icons, die Gott immer benutzt. Der neben dir auftaucht und Folgendes tut. Batsch. Dein geistiger Schadensmonitor ist hiermit gefüllt. Yay!
Gut, ich klinke mich damit aus. Nee, du bist damit ausgeklinkt. Nee, meine ich doch. Ich klinke mich hiermit aus. Achso, du hast ab jetzt übrigens... Achso, du bist jetzt eh voll. War dumm. Ja. Jetzt darfst du mal Edge würfeln. Einfach nur 3. Hm? Einer Völkchen. Weißt du was? Du hast die Möglichkeit an dieser Stelle, eine Edge auszugeben. Oder es nicht zu tun. Ich werde dir nicht sagen, was es bewirkt. Moment, also, auf jeden Fall was Positives, das ist klar. Permanent meinst du? Nee, auszugeben. Achso, nur einen spenden, also keinen. Mhm. Ja. Nee, nicht verbrennen, Quatsch. Okay. Wenn du das möchtest, musst du mir das nur sagen. Ich vertraue dir ja mal, also habe ich keine Edge mehr. Ich habe jetzt dann kein Edge mehr. Vertraue mir, alles klar. Gut, du kommst zu dir. Es ist einige Zeit vergangen. Dein Schädel brummt wie Sau und irgendwie ist, also den körperlichen hast du ja noch. Es ist wirklich alles ganz furchtbar ekelhaft. Du hast dich ein winziges bisschen voll gekotzt. Nicht auf den Pelz. Und nein, dafür war das Edge nicht. Du bist nicht in deiner Wohnung. Du bist bei Felix zu Hause. Fuck. Bei Felix? Da bist du ja wieder. Was heißt denn, wie bist du ja wieder? Wie komme ich denn hier hin, verdammte Sch... Au! Ah! Oh. Oh Gott, ich war bei dir. Und... Was? Ja. Wie bist du rein, ey? Naja, vielleicht kenne ich ja deinen Code noch. Naja, und du warst... Ich wollte dich zum Arzt bringen und hab dich ins Auto geladen, weil du sagst, oh mein Gott, oh mein Gott. Du sagst, es war wirklich furchtbar, total verkrümmt und hat dich voll gekotzt. Und ich hatte solche Angst, hast du gezittert, ich hab dich mitgenommen, wollte dich zum Arzt bringen, aber dann, nach irgendwie, als ich dich endlich im Auto hatte, Mädchen, du musst abnehmen. Ja? Wenn du dir solche Aktionen erlaubst. Und als dann fuhr die Polizei vor und ich bin weggefahren und oh mein Gott, Foxy, die Polizei war in deiner Wohnung. Die war in meiner Wohnung? Ja, die sind da direkt rein, zu zweit. Einfach so, ohne zu... Ich wollte sie nicht fragen, die sahen total unangenehm aus. Gar nicht gut. Was war denn... Zumal ein Glas Wasser. Entschuldigung. Möchtest du irgendwas rein? Calcium-Tablette oder... Nee, einfach nur Wasser. Ja, und ich warte... Er holt dir ein Glas Wasser und er gibt dir auch eine Zahnbürste und Zahncreme. Immerhin hast du dich voll gekotzt. Dankeschön. Ich erfrische mich erstmal am Waschbecken. Ja. Oh Gott. Ja, nicht sehr gut. Alles andere als gut. Nee, immerhin hast du jetzt keine Kotze mehr im Mund. Ja, super, dankeschön. Gern geschehen. Ah, danke, Felix, für die Aktion. Sollte ich dich eigentlich mal umarmen? Soll ich dich jetzt zum Arzt bringen? Du siehst... Nee, lass mal, das ist schon... Es gibt einen ganz schmalen Grat zwischen vornehmer Blässe und dem da. Ja, ich weiß schon, was ich aber mache. Was wollten die Bullen? Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, was die bei mir wollten. Was sollte ich denn auch machen, dass die Bullen zu mir kommen? Das weiß ich nicht. Fuck. Hattest du die Musik? Nein, du hattest gar keine Musik laut. Vielleicht haben deine Nachbarn... Was? Deine Nachbarn, natürlich, pass auf. Deine Nachbarn haben bestimmt gehört, wie du vom Stuhl gefallen bist. Und bei dir macht... Du hast ja eine gute Nachbarschaft. Bei dir macht man sich ja noch Sorgen um den anderen. Und bestimmt haben die das gehört und vorsichtshalber die Polizei gerufen, falls was passiert ist oder so. Und dann sehen die voll übel aus. Ja, die hatten halt... Die sahen unsympathisch aus, aber ich habe ja nicht gesehen, was die gemacht haben, weil... Oh mein Gott, du hast immer noch gezittert. Fuck, und die sind wieder abgezogen, hast du das gesehen? Ich bin doch mit dir zum Arzt fahren wollen, aber... ich wusste nicht mehr, wo dein spezieller Doc wohnt, von dem du mal irgendwas gesagt hattest. Ich weiß auch nicht, ob ich da so hin kann, deswegen erstmal zu mir. Und ich hab hier unten gleich eine Apothekerin, da hätte ich zur Not dann schnell was machen können, weißt du? Nee, ich bestelle mir jetzt, ich hole mein Auto her und dann fahre ich da, lass mich wieder hinkutschieren. Okay. Könntest du wohl auschecken, ob die noch da sind? Oder was sie da gewollt haben?
Du hast von mir nichts gesehen oder gehört, logischerweise. Aber... Was? Also ich meine, wenn du sagst, die wollten nichts von dir, kannst du doch einfach nachfragen. Du kannst ja anrufen. Ich meine, das geht so nicht, dass sie einfach... Ich meine, ja, es kommt vor, dass sie einfach total ausrasten. Die waren auch schon bei mir und haben gesagt, Drogenrazzia, oh mein Gott, ich lagere meine Drogen doch nicht bei mir. Aber, weiß nicht, du kannst ja einfach mal nachfragen. Du Arschkrampe. Ich weiß schon, was sie gefunden haben. Also ich habe das nicht zu Felix gesagt. Achso, Entschuldigung. Das habe ich zu dir gesagt, das war OT. Ja. Ja. Das wäre vielleicht was sie gefunden haben bei mir. Oh mein Gott. Ja, nicht die Welt. Fuck. Ja, shit, keine Ahnung. Ich kannst nicht da mal hinfahren und gucken? Okay, klar. Ich mach das schnell. Ja, Brauchst du noch irgendwas? Soll ich noch jemanden anrufen? Nee. Ich hole mir jetzt, wie gesagt, einen Pink Panther und fahre dann direkt hier los. Shit. Ruh dich erstmal aus. Ich gehe erstmal die Lage checken. Ja, ja, klar. Fahr du mal. Dankeschön. Und sag mir dann grad Bescheid irgendwie. Aber nicht mit direkter Sprache dann, ne? Wie? Was? Ah ja, indirekt kannst du ja was schreiben. Ja, okay, wenn die da sind und... Ich verstehe. Diskret. Gut. Du musst genau. Mir nicht erzählen, was du willst. Okay, ne, tut mir ja leid, ich bin ja noch durch den Wind. Ich auch. Gott, danke, Felix. Entschuldigung. Ich konnte es die ganze Zeit zurückhalten, aber jetzt ist es vorbei. er macht dir noch einen Tee, bietet dir halt Sachen da an, Nahrungsmittel. Und ja, dann fährt er auch los. Ja, ich bestelle mir halt, wie gesagt, einen Pink Panther rüber. Sollte dem nicht möglich sein, dann bitte ich dich natürlich um Aufklärung. Ja, du hast keinen Zugriff auf deinen Pink Panther. How come? Keine Ahnung, du hast keinen Zugriff, du hast aus irgendeinem Grund keinen Zugriff. Ja, supi. In welchem Gebiet bin ich gerade? In einem C-Gebiet. Ich habe das nicht genau festgelegt, C-Gebiet. Wo er ist, aber ich nehme an, der wird irgendwo in Donskoi. In einem besseren Donskoi wird er sein. Grenze Pratijevo. Jojos Ding rapappelt. Hallo, bist du schon fertig? Ich bin fertig mit der Welt. Wieso? Was ist los? Kannst du mich mal bitte bei Felix eben abholen? Wenn du mir sagst, wo das ist? Ja, hier. Da. Wie leider komme ich da hin? Naja, auf jeden Fall. Klar, hier, ich brauche noch irgendwie sowas wie eine Adresse. Ja, guck doch hier, wo ich gerade bin. Ich habe doch die Lokalisation an, gerade für dich. Ach so, ach da. Okay, ja. Ich bin in einer halben Stunde da. Okay, danke. Gut. Bis gleich. Bis gleich. Um das mal abzukürzen. Es klingelt an Felix' Tür. Ich guck durch den Spion, wenn es sowas noch überhaupt gibt. Ja, Kamera, es ist Jojo. Na gut, dann sehe ich ja dann Jojo da stehen wahrscheinlich. Jojo. Ja, dann mache ich ja Jojo auch auf. Kuckuck. Was gibt's denn, wieso bist du hier? Wolltest du nicht nach Hause fahren? Ja, ich war zu Hause. Wieso bist du dann hier? Ist ein bisschen schief gelaufen. Was ist ein bisschen schief gelaufen? Ich habe dem Spieler dazu gut gewürfelt und hat er mir einen Arsch gefickt. Der musste sein, entschuldige bitte, der musste sein. Aber dafür gibt's schon irgendwie ein High Five. Das war schon in Ordnung. Das ist schon gut. Es ist was schiefgelaufen. Okay, ist denn schiefgelaufen? Ich bin, keine Ahnung, was ich jetzt bin, aber wahrscheinlich momentan sowas wie vogelfrei. Hä? Ich war in dem Host schon drin, aber dann ist was schiefgelaufen. Und ich glaube, da ist einer von GOD dann gekommen und hat mir die Bratkeule übergezogen, mich warum aus dem Netz geworfen. Warum bist du denn nicht eher abgezischt? Ging nicht. Kann ich dir jetzt nicht alles erklären. Ich konnte nicht früher abzischen. Okay. War ein bisschen alles zu laut gewesen, was ich gemacht habe, glaube ich. Und ein bisschen zu arg heftig. Okay, erklärt immer noch nicht, warum du hier bist. Ich bin wohl aus... Komm mal her. Jojo, umarmt Billy erstmal. White Russian Frauenliebe.
Die einzig wahre, die Männer lieben. Emotions. Ja. Die Leute, Zeit wäre das ein geneigter Zeitpunkt, um hier die Hälfte einzulegen? Ist 3 Minuten vor Session. Sind wir uns noch voll am Unterhalten? Ohne Affekt, Entschuldigung, Alter. Ich dachte, ihr hättet das nächstes Mal voll geil weitergeführt. Dann macht das doch. Ich frage doch nur. Nee, wir spielen das jetzt beim anderen Mal weiter. Ich hab keinen Bock mehr für heute. Also fickt euch doch echt heim. Fickt euch alle. Heul doch. Dadurch, dass die nächste Folge wieder schneidet, bin ich vollkommen zu Recht sehr, ich sage nicht gespannt, sondern furchtsam bezüglich nächstes Intro, nächstes Outro. Aber naja, gut, das hat ja noch ein bisschen Zeit. Die nächste Folge wird also jetzt, also ist ja klar, womit sie mit der nächsten Folge weitergeht, so einigermaßen. Wird sicherlich auch interessant. Es kann sein, das sage ich jetzt gleich mal, oder nein, das sage ich an dieser Stelle, dass wir nach der 3.9 ein bisschen Pause haben werden oder vielleicht nicht 2 Folgen pro Woche rauskommen, weil wir heute ist Montag, nicht spielen, also bei mir ist heute Montag, ne, nicht spielen und wir dann unseren Puffer aufgebraucht haben. Das heißt, wir müssen erstmal dann spielen natürlich, dann müssen wir das irgendwie noch zurechtschnibbeln, das geht vielleicht nicht super schnell und so weiter. Wird man alles sehen. Ich denke, wir werden auf WordPress und dort, wo wir halt sonst noch so sind, da Informationen rausgeben, also wie es dann weitergeht. So, abgehandelt, ansonsten wie immer, Hidden Grid, Plüschgranate, Snowcat, Cassandra's Run, habe ich noch was vergessen, Toxic on Tour. Also die Standardempfehlung, die man so haben kann und Trollchen das Forum, ne? Kann man auch mal gucken, gibt es ja nicht nur Shadowrun, gibt es ja noch mehr Sachen, falls man sich dafür interessiert. Intro, Automusik, Kreml, Krauts, deutsches Essen in Russland, also Ivanovanovic and the Kreml Krauts. Und alle Sounds, alle anderen Lizenzsachen findet ihr auf der WordPress-Seite im Impressum, bei dem About-Teil. Wir sind Creative Commons Non-Commercial Attribution, das haben wir eben vergessen, dass es Non-Commercial ist, also nicht für irgendwelche Profit. Sachen könnt ihr uns benutzen, sonst dann schon, ansonsten schon. Das hat einfach den Grund, weil die Intro-Musik halt auch non-commercial neu ist und so weiter. Und da geht es halt nicht anders. Aber stört sowieso keinen, weil bestimmt niemand irgendetwas von uns benutzen will. Das passt ganz gut. Ansonsten war es das auch, glaube ich. Wenn ich was vergessen haben sollte, muss ich das dann wieder voll unprofessionell reinschneiden lassen oder selber tun. Oder es wird irgendwann anders kommen. Mir aber jetzt auch egal. Bis zum nächsten Mal.